Herzlich willkommen zum Kölner Treff, eine Veranstaltung mit 3G und 2Ö. Wie schön, dass Sie da sind. Der Freitagabend ist Zeit für den Kölner Treff und wir haben tolle Gäste für Sie dabei. Ja, was weiß man eigentlich über seine Großeltern? Welche Lebensgeschichten schlummern in der Familie? Sie machten sich auf den Weg, schauten tief hinein und fanden Schmerzhaftes und Schönes. Herzlich willkommen, Anna und August Zirner. Glanz und Kling-Kling heute in unserer Hütte. Und zu ihm muss man sagen, er ist pompös, kreativ, diszipliniert und bereitet sich auch gerade auf eine neue Herausforderung vor. Wir freuen uns, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, Harald Glückler. Hallo. Nicht nur mit zwei Männern ist sie erfolgreich als Moderatorin und Dompteurin von Joko und Klaas mit Keine zwei Männer, will sie sich aber Themen widmen, die in erster Linie Frauen betreffen, aber auch Männer interessieren sollten. Herzlich willkommen, Janine Michaelsen. Wenn man mit Hunden trainiert, weiß man, das Problem kann auch mal am anderen Ende der Leine liegen. Deswegen ist es gut, dass er Mensch-Hunde-Coach ist. Übers Hundeverstehen sprechen wir heute mit Andreas Ullichschläger. Herzlich willkommen. Hallo. Dass Alkohol in unserer Gesellschaft selbstverständlich ist, das wissen, das sehen wir alle. Weil es aber bei ihr zum Problem wurde, hat sie ihr Leben verändert und will auch unseren Blick auf den falschen Freund aus der Flasche verändern. Herzlich willkommen, Nathalie Stüben. Und sie hat endlich ein stilles Örtchen gefunden, um die wirklich wichtigen Themen zu besprechen. Warum WLAN auf der Toilette sehr wichtig sein kann. Ja, wir sprechen einfach mit ihr darüber. Schauspielerin und stilles Örtchen-Moderatorin Elena Uhlich ist bei uns. Elena, du hast es auch oft schon im Kölner Treff formuliert, eine Moderationskarriere ist etwas, was du dir durchaus noch vorstellen konntest und du hast sie jetzt gestartet und zwar auf dem Klo. Und das kann man so sagen, weil es so ist. So ist es. Das ist der einzige Raum in meiner Wohnung, wo ich mich vor den vier Kindern retten kann, so, und den ich abschließen kann. Und da mich weder die ARD noch das ZDF noch die anderen erhört haben, habe ich gesagt, dann mache ich es einfach selbst. Ja, man geht ja auch heutzutage zu RTL und ProSieben, das weißt du. Ach so, also ja, die wollten mich aber auch nicht. Du musst einfach umdenken und hast dir das stille Örtchen gesucht. Jetzt müssen wir mal kurz verorten, wo das alles passiert ist. Ja. Es gab ja diese Lockdown-Corona-Zeit, an die wir uns natürlich alle erinnern. Ich habe kurz gedacht, Elena Uhlich im Lockdown, da möchte ich aber auch nicht zu Hause gewesen sein. Also, weil alles muss ja raus. Also, das war ja so, dass manche Leute die Petition Rettet Herrn Karl gegründet haben. Das ist dein Mann? Mein Mann, mit dem wir das gemacht haben. Wir haben es gemeinsam gemacht. Und dann war das vorbei nach 47 Ihr habt ein Tagebuch gemacht, muss man dazu sagen, bei Instagram. Also ein Online-Tagebuch, wo ihr wahrscheinlich euer Lockdown-Leben... Nein, wir haben jeden Tag eine Minute gezeigt, sozusagen nett, um die Menschen zu unterhalten. Wir haben nicht Corona gesagt, wir haben immer gesagt, es ist Tag 12 und es geht uns spitze. Und dann haben wir halt gesagt, was wir machen. Herrn Karl ging es halt nie spitze, mir ging es immer spitze. Und das haben wir 47 Tage gemacht und dann hat Söder die Ausgangssperre gekippt. Ich hätte es ja sonst noch weitergemacht. Ne? Und dann waren plötzlich 37.000 Menschen da, die vorher nicht da waren und haben gesagt, was ist denn jetzt? Als deine Follower, muss man sagen. Ja. Bei Instagram. Die Zuschauer sozusagen. Und dann hast du gesagt, dann mache ich halt jetzt was auf dem Klodeckel. Nee, dann habe ich gedacht, dann hat eine Freundin noch zu mir gesagt, dann mach jetzt die Talkshow. Dann habe ich gesagt, spinnst du, wo denn vor der weißen Wand? Sagt sie, nee, mach das doch jetzt. Und dann bin ich durch die Wohnung und bin in die Toilette und habe gesagt, aber ich kann doch nicht sagen, Uhlich stilles Örtchen. Dann sagt sie, doch, das ist es. Und dann habe ich meinen Freund Henning Baum angerufen und habe gesagt, Henning, du musst in die Sendung kommen. Dann hat er gesagt, was? Und dann habe ich gesagt, ich mache das heute Abend. Und dann bin ich zu verschiedenen Supermärkten und habe so Spiele gekauft. Ich war am Anfang, hatte ja noch kein Konzept. Mhm. Ne? Und dann fing das so an und jetzt habe ich die 100. Sendung neulich gehabt und mache das jeden Sonntag um 21:15 Uhr. Und es wurde mir schon geschrieben, endlich eine zimmerfreie Alternative. So, pass auf, das gucken wir uns jetzt erstmal an, was du da eigentlich machst, wenn du in eurer Toilette bist. Habe ich jetzt hier meinen Ton ausgedrückt oder was? Nee, man hört dich hervorragend. Warte mal ganz kurz, ich telefoniere mit deinem Mann. Immer schön eine Sache nach der anderen. Dann möchtest du mal kurz guten Abend sagen? Ja, wir sagen ganz kurz. Abend. Na, hallo. The cleveren Lea. Gott, wie viel hast du schon getrunken? Nein, entschuldige bitte. Oh, ich stelle mir das so toll vor, wenn ich so Helene Fischer-mäßig mit so einem glitzernden Mikrofon auf die Bühne. Durch die Nacht. Du
Du, aber falls nichts bekannt ist, dann müssen wir GEMA zahlen. Wie klingt deine Spülung? Aber dann warte jetzt so. Hör mal meine. Ja, das ist dein stilles Örtchen. Ja. Fast schade, muss man sagen, dass es Wetten, das so nicht mehr gibt. Du könntest wahrscheinlich Prominente inzwischen an ihrer Klospülung erkennen. Wahrscheinlich. Wär auch eine sehr schöne so, es gibt Idee. Nur das Special am 6. November. Aber das schaffe ich nicht mehr bis dahin. Nee? Nee. Das ist dir drauf zu schaffen. Das mir drauf zu schaffen. Ja, ja. Auch okay. Die meisten haben auch eine gleiche Marke. Ach so, okay. Ja, aber was ich ja ganz interessant finde, was man da so sehen konnte, also du sitzt denn da jetzt nicht irgendwie schon bettfein, sondern du machst dich schon schick. Also ich bin klamottenmäßig bettfein, da hatten wir auch kurz ein Gespräch drüber, weil es problematisch ist, dass es keine schönen Schlafanzüge gibt und Nachthemden. Ich habe Schlafanzüge und Nachthemden an, habe immer einen Fascinator auf dem Kopf, ich habe auch noch welche dabei. Das ist der Schmuck. Ist der Schmuck und der macht es wirklich schmuckhaft. Also wenn du den absetzt, siehst du anders aus. Und ich schmink mich. Und das ist ganz toll, weil durch diese ganze Lockdown-Zeit, ich bin dann sozusagen Sonntagabend, sage ich dann meinen Kindern, die sagen immer, Mutti, du hast jetzt Stilles. Und dann sage ich, ja. Und dann gehe ich mich schön machen. Und dann habe ich eine Verabredung auf dem Klo mit ungefähr 8000 Leuten. When they go close, go high. Ne? Das ist ja toll. Muss ja. man denn als Gast auch auf Toilette sein? Nein, du kannst sein, wo du willst, aber die Voraussetzung ist eine gute WLAN-Verbindung und vielleicht ein Licht. Ja. Und meine Agentin, die lachte neulich, weil ich dann gesagt habe, ich sollte drehen und sollte Sonntag anreisen. Und ich gesagt, es muss in den Vertrag rein, 20% Upload-Verbindung und eine funktionierende Toilette. Und dann hat sie gesagt, du, dann rufe ich jetzt mal den Produzenten an, die denken sonst was Schlüpfriges, wenn ich das jetzt im Inso schreibe. Checkst du inzwischen in Hotels so ein, oder? Ja, ich gehe durch Hotels und sage, gehe dann durch die Zimmer, habe so eine App und kontrolliere, wie weit das ist. Auch, und die geben mir teilweise, ich kriege dann so schreckliche Zimmer und dann darf ich aber meine Sendung in der Suite machen. Dann lassen sie mich in eine Suite, die sie mir dann aufmachen, damit ich eine schöne Toilette habe. Ich habe ja auch gerade gedacht, also wenn ich auf eine Toilette sein wollte, wenn ich bei dir wäre, dann eigentlich wahrscheinlich im Hause Glückler. Oder die sieht wahrscheinlich genauso fantastisch aus wie alle anderen Räume, oder? Ich will es hoffen, ja, ich denke schon. Wir haben nur gerade vorher gesagt, das ist wirklich wahr, man müsste eine Nachtwäsche machen, die so ist, dass man erstmal eine Mikrofaser, die atmungsaktiv ist, damit es nicht verknittert aussieht, sondern dass immer toll aussieht. Und das so toll ist, so schick, dass man damit morgens aufstehen kann, zum Frühstück gehen kann, zum Bäcker gehen kann und eigentlich den ganzen Tag verbringen und immer perfekt angezogen ist und abends wieder ins Bett. Aber das wundert mich jetzt, dass Harald Glückler das noch gar nicht hat. Ich würde denken, aber jetzt wenn, bald! Jetzt! Wir werden das, dann. Das hat Harald Glückler schon gemacht. Das Problem ist immer nur, man braucht ja als... Man braucht auch einen Partner, der das umsetzt. Und die sind meistens zu konservativ. Die sehen das nicht, ja? Die sehen das nicht. Und jetzt durch den Lockdown ist da wieder viel passiert. Und ich bin da gerade dran, weil auch so Wohnshirts, wo man eigentlich den ganzen Tag drin bringt, so Oversize-Shirts, wo man den ganzen Tag drin verbummeln kann, sich einfach auch mal einen Tag verstecken kann im eigenen Shirt, sowas, ja? Ihn hätten und das wäre für Sie perfekt. Perfekt. Ja? Ich wäre auch die ideale Markenbotschafterin. Ja. Meines Kleiderschranks. Ich bin auch, weil ich nicht arbeiten muss, auch den ganzen ja. Tag. Sieht halt nur nicht geil aus. Hast du Wohnshirts auch? Wie das ich habe Wohnkleidung. Ich habe Wohnpullover. Ich habe Wohnshirts. Ich finde, das sollte ein adäquater Eigenheimersatz sein für mich. Ich wohne in vielen großen Hoodies, aber sie sind halt leider tatsächlich oft nicht schön. Wobei ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile wirklich tolle Pyjamas, die ich auch auf der Straße anziehe. Und aber einfach immer so tue, als wären die auch für die Straße geeignet. Ja, und die müssen einfach, die müssen tollen Print haben, die müssen cool aussehen. Und dann muss man ja mal schauen, wenn man teilweise in der Couture schaut, da gibt es Kleidchen für 20.000 Euro aus Seide mit Spitze um. Ja, da kann man auch das Unterkleid anziehen. Sieht genau so aus. Man traut sich noch nicht damit rauszurennen. Sieht genau, im Grunde kannst du mit dem Unterkleid abends auf den roten Teppich gehen. Ich sehe gerade in unserem Publikum schon, jeder geht gerade so in Gedanken in seinen Schrank und denkt, ui, was könnte ich da, würde ich mir, glaube ich, keinen Schlafanzug anziehen. Ab morgen ist also die Köln ab morgen. Die Großmütter hatten noch diese tollen Unterkleider mit Spitze und mit Schmalz. Ja, die hätte man alle rauszerren müssen. Mit denen könnte man abends groß richtig Wetter machen, ja. Was ich mich gerade gefragt habe, auch so ein bisschen, wenn die Leute so kurz alleine sind, ich weiß gar nicht, was du dann da machst, wenn du aus dem Bild verschwindest, erfährst du andere Dinge, wenn man sich mit Leuten unterhält und dabei auf Toilette sitzt? Nee, doch, vielleicht. Also ich glaube, ihr kommt da alle noch hin.
Nein, das Tolle ist, dass ja sozusagen, guck mal, hier komme ich heute hin, ich werde toll geschminkt, ne, es ist alles, dann gibt noch jemand, der mir hilft, das aufzubügeln und sowas. Zu Hause, sozusagen, wenn ich jemand einlade, wenn du zum Beispiel kommst, machst du dich selber fertig, du bist zu Hause und überlegst, wo du bist. Und es hat so einen Moment von so einem Schlüssellochcharakter, ja. Ich erlebe dich so. Was auf deiner Toilette natürlich ja, besonders spannend ist. Genau, und ich erlebe dich so, wie du bist. Und dann, und es ist wirklich so, ich habe Kollegen da gehabt, die würden nie eine Homestory machen, die gehen dann plötzlich offen mit dem Handy durch die gesamte Wohnung, weil sie sagen, das Internet ist hier schlecht. Und ich sage, bleib sitzen, mach das Handy vor die Brust, weil du natürlich plötzlich die ganze Wohnung, was die ja nie machen würden, aber die vergessen das Publikum und das ist so toll. Und es gibt Leute, die sind seit Anfang an dabei und ich habe am Anfang haben alle gesagt, du kannst nicht um 21:45 am Sonntag, das ist Instagram, das ist nicht analoges Fernsehen. Da habe ich gesagt, ich komme aus dem analogen Fernsehen, ich mache das immer um 21:45 live und wer kommt und wer nicht, der nicht. So. Du bist fertig. Sehr viel online unterwegs inzwischen. Ich bin heute hier so ein... Ist ja natürlich noch weiterhin Schauspielerin, aber bist viel online unterwegs, moderierst jetzt auch dem nächsten Event. Das finde ich auch ganz spannend. Da geht es um Frauen, um die 50, auch älter, aber auch ein bisschen jünger, völlig egal. Und um einen Austausch, der auch online stattfindet. Was genau macht ihr da? Ja, ich habe jetzt sozusagen eine Moderation ergattert. Und zwar wird das am 28., 29. Oktober alle Frauen hier, die Männer können natürlich auch mal reingucken. Aber die Frauen sind aufgerufen, sich das anzugucken. Das ist ein Online-Stream für uns, eine Hausparty sozusagen, wo, guck mal, also wo es um unsere Themen geht, Lifestyle, aber auch Schminken, Gesundheit, lustige Sachen. Und das aber netter und aufgelockerter, weil ich habe gemerkt, der Bauer Verlag auch, das heißt Generation Wow, ja, dass wir das alles nicht mehr machen. Das, was wir mit 14 gemacht haben. Wow? Wow im Sinne von Wow? Oder ja, wir sind die Generation Wow. Ja. Ah, ja. Also, die Hundegeneration. Weißt du, ach so, okay. Da hast du die Mutti-Generation wow. gesagt. Hundegeneration. Hier Generation. War aber direkt Alarm ja. jetzt hier. Ja, ich war bei Wow im ja. Sinne von. Nein, doch nicht Gassen Wow, gehen. Wow. Naja, also, bitte, ich weiß es ist ja wieder nicht. Typisch Mann, Entschuldigung. Ja. Nein, wie, guck mal, da sieht das wow, gar nicht, wow, dass wir die Generation ja. Wow sind. Oder? Was du gerade angesprochen hast, diese Themen, würde man ja theoretisch sagen, okay, das finde ich auch in der bunten, in der Gala. Oder wenn ich mich sowieso unter Frauen treffe, zumindest klischeemäßig, reden wir ja immer alle über alles miteinander. Nein, Susanne, das haben wir getan bis 25. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich rede heute ganz wenig mit meinen Freundinnen über Sexualität, über Klamotten. Wir gehen wenig zusammen einkaufen. Wir treffen uns nicht mehr bevor. Wir treffen uns vielleicht noch im Café, treffen uns aber nicht 2 Stunden vorher zu Hause, giggeln rum und ziehen uns gemeinsam was an und schminken uns. Das hat alles aufgehört. Und ich finde, das muss wieder hin. Da wird auch eine Sexualtherapeutin sein, über die freue ich mich sehr. Ja, weil ich habe ja Liebe, Sex und Zärtlichkeiten verschlungen in der Bravo. Dr. Sommer. So, das gibt es aber für uns nicht mehr. Aber wir haben die Probleme jetzt. Du meinst, dass darüber gesprochen wird oder? Alles. Was meinst du? Dass ja, Sex das nicht gibt's mehr gibt. Nicht mehr. Das war's so. Nein, ich ja. finde das. Ist, ich finde wirklich. Ich meine, ich weiß nicht, wie es. Du bist jünger als ich. Ich weiß aber nicht, ob zum Beispiel Andreas. Ich meine, ich finde gar nicht. Spricht ihr über Sex? Ja, dass man Männer ja nicht aus. Mit Männern? Ja. Der Micky, du auch. Mit ne? Ja. Aber wir ja, nicht mehr. Ja, aber wann macht ihr das denn? Wann? Was sprecht ihr denn da? Nee. Und wo sind eure Abend? Viertel nach 10. Ja, Entschuldigung. Wo sind wir? Wo sind wir da? Da geht man mal. Da geht man mal spazieren, dann unterhält man sich. Ehrlich? Ja. Nachmittags. Wirklich, du machst ja. das beim Hundespaziergang? Nein, das nicht, aber das ergibt sich. Du sprichst mit deinen Freunden ja klar, natürlich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, die so viel drüber reden, die machen es meistens nicht. Ja? So. Ich höre es mir auch nur an. Ich höre es mir auch nur an. Dazu kommt, ich finde in der Tat, in den ganzen Yellow Press oder fast allen, da findet man gar keine Frauenthemen mehr. Nein, gar da nicht. Findet man, wer sich den nächsten Fußballer geangelt hat, wer von wem sich hat scheiden lassen. Und dann, das war es aber auch schon. Aber was die Frau wirklich bewegt und die Probleme der ja. Frau, das findet nicht mehr statt. Überhaupt nicht mehr. Nee, und das soll da eben stattfinden. Auch genauso, auch Modethemen, ja, wo du eben für die Frau, ich habe eine 44, 46, ja. Und da gibt es gar nichts und da hilft mir auch keiner. Und das, all solche Themen finde ich ganz wichtig. Und das wird da stattfinden und die sind ausgezogen zu sagen, wir machen jetzt was für uns Frauen. Und das finde ich mega. Und man kann sich kostenlos registrieren und kann sich da von 18 bis 22 Uhr hast du eine geile Internetshow und am nächsten Tag auch von 18 bis 22 Uhr und es geht um uns. Und ich habe vorhin gesagt, wir haben zum Beispiel mit 14, haben wir ja Küssen geübt. Also das habe ich schon Küssen. Früher geübt. Ach, so, ja, so. Aber wie? Mach mal wie? Vor, wir haben das mit dem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, kennt ihr das? Dass man den Freundin vormacht, das ist der Mund des Mannes, ja? Und das ist die Zunge. So, weil die Freundin wollten sehen, wie der mit seiner Zunge umgeht. Ja, und dann haben wir so gemacht und haben das bewegt und dann haben die Freundin gesagt, aha, das... Aha. Das ist das. Bitte.
Naja, war das so? Ja. Ich bin entsetzt. Ja. Ja. Ich bin entsetzt, ja. Nein, also ich dachte schon, ich sei schlimm gewesen. Ich bin entsetzt. Ja. Nein, aber so haben wir mit das. Mit der Zunge. Also, nein, nicht mit der Zunge. Wir haben ich habe einfach Männer geküsst, das war viel besser. Ja, das haben wir uns noch nicht getraut. Ja, das ist die Sexualtherapeutin am Sonntag wird ihre helle Freude haben. Ja. Also, so, und jetzt, aber so, und jetzt sprichst du mit deiner Freundin, die womöglich Kinder hat, dann sagst du nur noch, wie geht's denn? Ja, machst du auch so. Nein, aber eben nicht. Nein, da machst du eben gar nichts mehr. Und nach einer Stunde, wo du dann über die Kinder gesprochen hast und über die Probleme, sagst du irgendwann, wie geht's denn Wilfried? So, ja. Und irgendwann stellst du dann, drückt die Frage, habt ihr denn noch Sex? Der Name wurde natürlich geändert von Uli, nehme ich an. Und dann heißt es seit einem Jahr nicht mehr. Ja. So. Und, so. Das, und darüber wird nicht gesprochen. Aber deswegen heißt er ja auch Wilfried. Oh. Aber Wilfried ist ein stellvertretender Name, August. Ach, nein, also aber diese Themen müssen wir wieder besprechen. Eben, und wir merken, es wird zum Teil besprochen und es ist aber auch etwas, wo alle irgendwie doch mitreden, wenn man es mal zulässt und auch mit Freude und Entsetzen. Ich finde das total spannend, was allein hier passiert ist. Elena, du bist total richtig unterwegs. Bleib einfach jetzt hier mit all deinen Sachen in unserer Runde. Wir haben im Grunde alle Türen schon geöffnet. Aber darf ich noch was bitten? Bitte. Bitte, ich muss kurz den Aufruf machen. Bitte folgt mir auf Instagram. Bitte! Das ist natürlich richtig. So, natürlich. Ich nehme mich jetzt. Nein, es ist doch alles gut. Es ist alles, Miki und ich sind auch bei Instagram. Ja, selbstverständlich. Aber so. wer sollte mir denn folgen? Also, ja, Gottes Willen. Es gab jetzt eine Wählerwanderung rüber von mir zu dir. Schönen Dank auch. Ja. Schön, dass du da bist. Und vielen Dank. Bleib einfach so. Wir bleiben hier. Und wir reden später in der Runde. Wir bleiben in Kontakt. Wir bleiben in Kontakt. Ja, genau. Wir bleiben aber so im Bereich des Familiären zumindest. Also er ist gefeierter Schauspieler. Sie ist Bergsportlerin mit Hang zu langen Märschen. Und jetzt haben sie sich aber gemeinsam auf eine lange Reise begeben. Und zwar in die Tiefen ihrer Familie. Zurück zu ihren Großmüttern. Herzlich willkommen, Anna und August Zirner. Anna, dich können wir erstmal zurück in der Zivilisation begrüßen, denn du bist gerade eben erst zurückgekehrt von einem langen Marsch durch den Kaukasus. Ja, und zwar wirklich vor einer Woche. Also ich bin eigentlich noch gar nicht so richtig wieder hier, das dauert immer eine Weile. Vor allem ist es meistens erstmal geprägt von viel Kopfschmerzen, also tatsächlich. Kopfschmerzen? Wieso Kopfschmerzen? Weil es alles zu laut ist und zu hell und zu viele Menschen und ich davon einfach maßlos überfordert bin. Also dieser Bruch ist schon so extrem? Ja, der Bruch ist schon heftig und es ist auch immer so, dass man, also es gibt immer so diesen Moment, wenn man dann so, also in dem Fall jetzt wieder 2 Monate sehr gut mit dem auskommt, was man in so einem 35, 40 Liter Rucksack dabei hat und dann kommt man zurück und geht erstmal in den Supermarkt oder schaut sich um oder schaut auch nur die eigenen Sachen an zu Hause, dann denkt man erstmal, oh Gott, ich will hier weg. Ja. Warum das alles so? Das brauche ich doch alles gar nicht. Du bist ja Bergsportlerin, um jetzt mal ein bisschen metaphorisch zu werden. Das heißt ja immer, der Abstieg sei das Schwierigste an der ganzen Angelegenheit. Ja, da passieren auch die meisten Unfälle. So, und jetzt kommen wir aber direkt rein. Gilt das auch für den Abstieg in die eigene Familiengeschichte? Nee. Also ich habe überhaupt nichts erwartet davon, ehrlich gesagt. Und bin sehr überrascht und sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Oder auch, dass ich das jetzt, wir haben es... Also über eine große Strecke ja auch. Genau. Ja, und über eine große Strecke haben wir die Recherche ja auch getrennt voneinander gemacht. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das als so bereichernd empfinde, weil ich eigentlich jemand bin, die Stammbäume wahnsinnig langweilig findet. Mhm. Was war eigentlich das Initial, sich mit der eigenen Großmutter, sprich mit August Zirners Mutter, zu beschäftigen? Naja, also sie ist auf jeden Fall, sie ist erstmal, als sie gestorben, da war ich noch nicht mal ein Jahr alt. Mhm. Ich bilde mir trotzdem ein, dass ich mich an sie erinnern kann. Das ist aber so eine ganz abstrakte Erinnerung. Ich glaube, biologisch ist das nicht möglich, aber egal, ich bilde mir das trotzdem ein. Aus der Erzählung heraus, oder? Kann ich nicht sagen. Ich habe so eine Erinnerung an irgendwie einen Geruch und ein Gefühl, so. Und dann war es aber auch so, dass meine Kindheit davon begleitet war und vor allem auch meine Pubertät, dass immer wieder Leute zu mir gesagt haben, boah, ihr hättet euch so gut verstanden. Okay. Und in der Pubertät ist sie dann auch zu so ein bisschen so einer Sehnsuchtsfigur geworden, wenn man dann irgendwie zu Hause sich nicht wohlgefühlt hat, dann habe ich gedacht, boah, wenn ich jetzt zu Laura nach Wien fahren könnte, dann würde ich jetzt mit ihr einen Cocktail trinken oder irgendwie so. Und ja, und dadurch, dass ich dann immer dachte, so, die ist mir so ähnlich, habe ich halt auch gedacht, mit der kann ich reden. Ja. Und die war aber halt nicht da. Und insgesamt ist die Generation meiner Großeltern oder der meiner Großeltern einfach eine, also Menschen in dem Alter haben in meinem Leben nie eine Rolle gespielt. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und es liegt daran, dass meine Großeltern nicht da waren. Wir haben ein Bild
von deiner Großmutter, Laura. Ja. Ein Foto, das eine Präsenz hat. Es könnte theoretisch auch vor einer Woche in Berlin-Friedrichshain aufgenommen. Ja, es ist auch, es hängt über meinem Schreibtisch und es ist für mich ein sehr schönes Korrektiv gewesen, auch während dem Schreibprozess, weil ich immer wieder da hochgeguckt habe und sie hat mir immer auf meine Fragen anders geantwortet. Mhm. Also in diesem Blick liegt einfach wahnsinnig viel Unterschiedliches drin und je nachdem, was ich irgendwie wissen wollte, auch wenn ich dachte, ist es jetzt anmaßend von mir, weil ich bin schon auch kritisch mit ihr ins Gericht gegangen dann, hatte ich immer das Gefühl, entweder es kommt so ein bisschen so, dass sie sich über mich lustig macht oder sie sagt, das ist schon okay oder wenn ich mich über meinen Vater geärgert habe, sagt sie irgendwie, ach, ist doch der Augi. So. Und das, also das hat, ja, hat sehr gut getan. Sie war mir sehr nah, obwohl sie ja eigentlich schon sehr lange tot ist. Herr Zehner, Sie haben sich ja relativ, also Sie sind ja geboren in den USA. Das vergisst man ja manchmal, weil Sie halt ein so populärer Schauspieler in Deutschland sind, aber Sie sind gebürtiger Amerikaner. Genau, und amerikanische Staatsbürger. Genau, das auch noch. So. Ich auch, wir können noch wählen. Das auch noch. Wir können noch wählen, das ist tatsächlich sehr praktisch. Genau, ja, ja. Und Sie haben mit 40, ungefähr mit 40 erst angefangen, sich richtig für Ihre Familiengeschichte zu interessieren. Was war der Auslöser dafür, dass das so spät passiert ist? Ja, das ist ganz schwer glaubwürdig zu machen. Meine Eltern wollten nicht darüber reden, warum sie nach Amerika ausgewandert sind. Tatsache ist, ich glaube, das ist bekannt, meine Großmutter hatte ein Kaufhaus gehabt, ein sehr großes, das Maison Zwieback. Das war ein toller Name. Maison Zwieback, sie war spezialisiert auf französische Mode in Wien. Und sie hatte so eine Art Verbindung zwischen Wiener Mode und Pariser Mode geschaffen. Sie war eine sehr angesehene Frau. Das Foto sehen wir hier nochmal, sehr elegant. Ja, das ist Ella. Das war ein Nerz, den sie trug. Und sie war auch für ihre Hüte sehr bekannt. Und es gibt eine interessante Akte aus dem Jahre 1938, da haben die bereits schon, also die nationalsozialistische Regierung, die es dann schon gab in Österreich, die haben gesagt, wir müssen diese Frau unbedingt entfernen von dem Geschäft, diese Jüdin, weil sie stört sie stört die Arisierung und sie stört den Geschäftsverlauf. Und das ist eine paradoxe Geschichte, die halt, das war ein bisschen der Anlass, dann diese Geschichte zu erzählen, wieso vertreibt Österreich und wieso hat Europa und wieso hat die Welt so gehandelt, wie sie gehandelt hat? Weil auch wenn die sich 1938 noch gar nicht kannten, die Schwiegertochter, genau, also spätere Schwiegertochter, die hatten ja also meine schon Großmutter, miteinander zu tun eigentlich, ne? Ja, sehr sehr indirekt. Aber die hat eine ganz ähnliche Geschichte gehabt. Die ist nämlich auch von ihrem Job gekündigt worden. Ich habe dieses Dokument da stehen. Da steht nicht drauf, warum. Aber es ist natürlich trotzdem sehr klar. Also es wird ihr die Stelle zum nächsten Datum quasi gekündigt, zum nächstmöglichen Datum. Und es war auch 1938, meine Großmutter ist im Herbst 1938 aus Wien weg. Wirklich allerletzte Möglichkeit, glaube ich. Also die und Details. Sie wollte aber nicht weg. Also sie ist nicht jemand, die, ich glaube, sie wäre sehr gerne in Wien geblieben. Ja, und die Details der Entwürdigung sind einfach, da zieht es einem dann halt sozusagen die Schuhe aus, auch als Enkel. Wenn man dann liest, sie musste auch noch eine Reichsfluchtsteuer zahlen. Und wenn ich dann bedenke, dass mein Vater sich im Prinzip dafür geschämt hat, dass er überlebt hat, dass er das Glück hatte und seine Mutter das Glück hatten und meine Mutter das Glück hatte, nach Amerika auszuwandern, ihnen ist ja ein relativ schlimmes Schicksal sogar erspart geblieben. Sie hatten das Glück oder die Mittel, außer Landes zu kommen. Und ich war immer wieder in Wien, ich habe sogar in Wien studiert und habe nicht darüber nachgedacht, warum ich in Amerika aufgewachsen bin. Meine Eltern haben es so geschafft, mich von diesem Thema fernzuhalten, dass ich sogar in Europa, ich wusste zwar, es Sie gab selber sowas. Keine, Sie hatten selber auch keine Fragen, also von sich selbst heraus? Ich muss gestehen, peinlicherweise, ich hatte diese Fragen nicht. Ich war so mit 17 präokkupiert damit, Schauspieler zu werden. Ich war ehrgeizig, ich wollte diesen Beruf, dann wurde ich mit 23 Vater. Das erste Mal, also das mit Anders älterem Bruder. Ich habe keine, also es ist beschämend, aber ich gebe es zu. Ich finde es nicht nur. Es kommt halt recht viel Leben dazwischen manchmal, ne? Und ich finde es tatsächlich ein bisschen nachvollziehbar aus der Geschichte von Augusts Mutter heraus. Weil wenn man damit aufwächst, dass es Dinge gibt, über die einfach nicht gesprochen wird, dann ist es auch, also entweder man geht in die Extremrichtung und wird der totale Revoluzer, oder aber man übernimmt es auch zum Teil und August ist ein Einzelkind mit einer Mutter, mit der er ein sehr enges Verhältnis hatte, was ja auch sehr schön ist. Und ich glaube, dass sowas dann auch vielleicht, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber aus Respekt mit zu übernehmen,
ist erstmal was, was ich, und ich war die, die immer gesagt hat, wie kannst du nur, wie kannst du nicht dich mit dem Holocaust auseinandergesetzt haben? Ich habe immer, also bis wir da drin steigten in diesem Prozess, ich habe immer gesagt, das kann doch nicht wahr sein, ich glaube dir das nicht, dass du dich damit, das ist deine Familie. Das Schöne ist, wenn man so unfreiwillig zum Familienvater wird wie ich und plötzlich von seinen vier Kindern lernt. Also ich bin ja der Meinung, dass man von seinen Kindern lernt und nicht umgekehrt. Natürlich muss man das eine oder andere Schützende unternehmen, aber man kann von seinen Kindern lernen. Es gibt eine sehr schöne Geschichte von der Anna. Es gab drei Phasen, wo wir zusammengeschrieben haben, wo ich total geknickt war. Und die Anna gesagt, Papa, was ist denn schon wieder mit... Entschuldigung, August, was ist mit dir schon? Sag nie Papa. Nein, das ist immer so ein Zitat August, jetzt. Ja, das ist, der erzählt sich halt besser. Ja. Als Papa erzählt sich halt besser. Da möchte ich gerne Papa genannt werden. Ich sage August. Also August, warum guckst du schon wieder so bedröpst rein? Wieso bist du schon wieder... Wieso hast du kein Selbstbewusstsein? Was ist denn mit dir los? Du hättest doch jeden Grund, Selbstbewusstsein zu haben. Ja, klar. Du weißt aber, du kennst mich jetzt seit 35 Jahren. Ich habe kein großes Selbstbewusstsein. Ist halt so. Und jetzt ist es besonders schlimm. Wieso? Naja, jetzt habe ich das von dir gelesen. Und ich lese Sachen über meine Mutter, die ich eigentlich hätte wissen müssen. Mhm. Und jetzt stehe ich als 65-jähriger Mann vor meiner Tochter und muss gestehen, ich habe das eigentlich gewusst, aber ich wollte es nicht wissen. Das ist mir ein bisschen peinlich. Und da hat Anna den wunderbaren Satz gesagt, aber, nicht Papa, aber August, bei der Mutter musst du dich nicht wundern. Ich kann mich an den Satz nicht erinnern. Ja. Aber darf ich kurz was fragen? Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Die haben nicht drüber gesprochen, oder? Nein. Aber es ist auch, also es ist wirklich, wenn man sich die Geschichte, und ich meine natürlich, diese Geschichte steht in dem Buch drin, was wir geschrieben haben, wenn man sich die Geschichte anguckt, und ich kann da jetzt natürlich vor allem von meiner Großmutter, also Augusts Mutter sprechen, wenn man 1938 eine Abtreibung hinter sich hat, dann gibt es einfach Sachen, über die man nicht gerne spricht. Und sie hat sie bekommen oder gehabt, weil der dazugehörige Mann, dessen Mutter gesagt hat, von diesem Judenmädchen darfst du kein Kind kriegen. Und sie hat ihn geliebt, das ist die Liebe ihres Lebens. Und das sind einfach so Sachen, dass da macht sich halt eine Welt auf, wo man auch nicht mehr so leicht einfach nur sagt, also auch das Thema, ist sie jetzt jüdisch, wie jüdisch, also ist ja auch was uns total beschäftigt hat, dann wie jüdisch ist man und wie sehr macht einen das zum Opfer, auch vielleicht in der kommenden Generation, hat man überhaupt ein Recht darauf, sich dann eher der Opferseite zugehörig zu fühlen und so weiter und so weiter. Und diese Themen, das ist so umfassend und so tiefgreifend, dass ich heute sagen würde, natürlich ist es deswegen auch dieses, dass ich verstehen kann, dass auch August sich damit lange nicht auseinandergesetzt hat, dass die Wurzeln, die das hat, auch nicht nur in die Vergangenheit, sondern eben dann doch auch in die Zukunft, die sind halt. Aber man hat halt damals, das muss man schon sagen, darf ich deinen Jahrgang wissen? 56. Ja, aber du hast halt damals, hat man nach dieser, schlimm, was passiert ist, ganz viele gesagt, Schwamm drüber, wir vertuschen es. Ja, das ist nicht, und es war natürlich, weil die ganzen Leute saßen ja noch in den Positionen, das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir reden jetzt natürlich über die andere Seite, ne? Ja, aber Nein, um eben das. Nein. Ja. Aber auch aus schlechtem Gewissen denen gegenüber, natürlich, die nicht das geschafft haben. Deshalb hat man darüber geredet. Aber um eine Bresche zu schlagen für jeden Menschen hier im Raum und überhaupt in der Welt, aber für jeden hier als Enkel. Es ist viel leichter, als Enkel über seine Großeltern nachzudenken, als über die unmittelbaren Eltern. Ja. Und es gibt natürlich ganz furchtbare Erfahrungen. Also ich sage immer, es ist, glaube ich, viel schwerer für ein Täter-Enkel oder ein Täterkind mit der Geschichte klar zu werden, als für ein Opferkind oder einen Opferenkel. Mhm. Also man muss ja auch Verständnis füreinander haben. Und ich sage es jetzt mal so, ich bin sehr wohlerzogen. Meine Eltern waren sehr, ich bin sehr, also ich habe diese gewisse Altwiener Höflichkeit quasi in Amerika auch noch. Das haben die Leute teilweise gar nicht verstanden. Mein Vater hat Frauen die Hand geküsst. So European. He's so European, oh, it's so charming. aber das hat ja auch dazu geführt, dass ich zu höflich war, um nachzufragen. Also auch das. Keine Unannehmlichkeiten. Keine Unannehmlichkeiten. Und meine Mutter wollte es nicht, dass ich in irgendeiner Weise verunsichert werde. Aber es ist auch eine Sache der Zeit, weil Laura ja auch bis zum Schluss, also die war dann auch krank und sie wollte nicht andere damit belasten, dass sie krank ist. Also es ist jetzt nicht nur was sich auf die Geschichte und auf die Erlebnisse bezieht, sondern es hat auch was mit der Zeit zu tun, dass man, das hat sich nicht gehört. Man hat nicht über eigene körperliche Gebrechen sich beklagt, sondern man hat halt, es gibt so sehr schöne Wiener Begriffe, ein Lieblingsbegriff ist die Kaschmisere. Das ist ein Schal, der die Misere kaschiert. Älter werdenden Menschen. Ja. Und also diese Worte, sowas wie Cache Misère, ist für mich wirklich ein,
das sagt sehr viel darüber aus. Also heute würde man anders damit umgehen, denke ich mal. Also viele Frauen sicher und Männer wahrscheinlich auch. Und eine stehende Rede meiner Mutter war: Stop worrying about that silly thing called me. Also hör auf, über sowas dir Sorgen zu machen, wie dieses albende Ding, das du bist. Und ich meine, schlimmer geht's nicht. Und wenn man dann auch weiß, dass die Generation ihres Vaters, also meines Urgroßvaters, der hat Sigmund Freud, der hat den Kindern die Augen zugehalten, wenn sie in der Straßenbahn an der Berggasse vorbeigegangen sind. Ja. Da war Freud. Er wollte sozialistischer Gebäudebau. Ja. Sozialistischer Gebäudebau, No-Go. Und Sigmund Freud, absolut Psychoanalyse, das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Also das war für diese Generation wie ein, das macht man nicht. Und wir gehören halt aus, wir sind ja auch verschiedene Generationen, notgedrungenerweise, weil ich ja ihr Vater bin. Ja. Ich bin der August, das ist die Anna, ich bin dein Vater. Ja. Manche sagen Papa dazu, ich meine... Da bedanke, aber wir nicht. Mich, da wir bedanke nicht. Ich mich ganz herzlich bei Anna und ihrem Papa. Ich darf es ja sagen. Vielen Dank. Aber wie heißt das Buch? Was? Wie heißt es? Ella und Laura. Ella und Laura, das haben wir doch alles hier. Das habe ich nicht gesehen. Ja, aber der Untertitel ist die Hauptsache. Wie ist der denn? Der Untertitel ist: Von den Müttern unserer Väter. Hat mein Freund sich ausgedacht. So. Ein Applaus für Martin Günther. So. Ab und zu sind Männer doch zu etwas Nutze. Wir haben einen Mann in unserer Runde, den man sehr gut kennt, wenn man Hunde besitzt. Wenn man keine besitzt, schaut man ihm trotzdem sehr gerne zu, weil einfach die Geschichten einen besonderen Charme haben. Wir werden gleich mal reinschauen. Andreas Uhlig steht nochmal herzlich willkommen in unserer Runde. Danke. Hallo. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es diesen Titel so gibt, aber du bist Mensch-Hunde-Coach. Und ehrlich gesagt finde ich das nur konsequent, weil ich befürchte, dass du dich oder meistens doch eher um die Menschen als um die Hunde kümmerst. Korrekt, genau. Also ich habe natürlich irgendwann mal Hunde trainiert, tatsächlich, vor circa 30 Jahren. Mhm. Und aber mit der Zeit ist mir dann aufgefallen, dass viele Hunde zu mir gekommen sind und haben gesagt, ich habe zu Hause ein Problem. Kannst du dich da mal kümmern? Tatsächlich gibt es viele Hunde, die Probleme haben, die vom Menschen hausgemacht sind. Mhm. Ne? Ich kann ein kleines Beispiel nennen. Hunde, die Menschen anspringen, sind ja nicht gewollt in der Gesellschaft. Ist ja immer, ne? Das will man ja nicht. Und jetzt kommt der Hundebesitzer nach Hause, er freut sich, seinen Hund zu sehen. Der Hund springt hoch, der Mensch freut sich. Ach, jetzt machen wir wieder zu Hause, hallo Schatz. Der Hund springt den Menschen an. Später geht man spazieren, der gleiche Hund springt einen fremden Menschen an und da soll er es nicht. Und da habe ich mir die Frage natürlich gestellt, wie bringst du einem Hund bei, bestimmte Menschen anzuspringen oder nicht? Und dann sollte man mit den Menschen arbeiten und anfangen, die dafür zu sensibilisieren. Stimmt es eigentlich, dass Hunde das machen, weil sie als Welpen da hier lefzen von Mama und Papa? Also es gibt verschiedene Meinungen, warum Hunde springen. Meine Hunde springen nicht, weil ich es einfach nicht will. Punkt. Das ganz, sagt ganz wenig einfach, über... Ganz einfach, ne? Ich will es einfach nicht. Mir ist auch egal, ob der Hund so klein ist oder ob er so groß ist, weil bei mir kommt es immer darauf an, auch selbst kleine Hunde können ein Kind umstoßen. Ne? Wenn kleine Hunde Kinder anspringen, dann fällt ein Kind hin, verletzt sich und hat auch eine Negativverknüpfung dann mit Hunden. Deswegen sollten Hunde grundsätzlich keine Menschen anspringen. Hunde verstehen ist das, was man sich angucken kann im WDR. Ab Montag gibt es neue Folgen mit dir. Ja. Und weil du gerade diesen kleinen Hund angesprochen hast, da haben wir jetzt auch so ein interessantes Exemplar. Wir schauen mal in die erste Folge rein. Okay. Von Hunden können wir lernen, menschlicher zu sein. Der Mischling Batman ist keine 30 cm groß und hat bereits ein Kind gebissen. Unsere Hoffnung ist einfach, dass der Hund Sozialverhalten kennenlernt, dass er anderen Menschen positiv gegenübertritt und dass keiner mehr von Angst haben muss. Jetzt habe ich mir hier ein paar Sachen angeschaut und ich würde jetzt gerne mal mit euch rausgehen. Ah, okay. Im richtigen Moment die richtigen Signale setzen und dann klappt das auch. Jetzt übernehme ich die Führung. Abo, gesehen.
Ja, aber das ist so ein Klassiker von dir, ne? Ja, ja. Ich habe mich tatsächlich erst mal gewundert, warum sitzt der Hund in einem Vogelkäfig? Aber das war so, ne? Das war so eine Voliere oder sowas. Ein Papageienkäfig, aber es gibt ja viele Leute, die haben sogenannte Longes, ne? Ja. Also, wo der Hund dann eben seine Rückzugsmöglichkeit hat. Ich liebe es, wenn die Türen dann offen sind und der Hund selber entscheiden kann, ob er rein oder raus geht. Hier war Batman in einem Papageienkäfig, den die Leute sich aus dekorativen Zwecken ins Zimmer gestellt hatten. Und Batman hat dann irgendwann den Weg gewählt und hat gesagt, ich finde den Platz super. Ich dachte, er sei eine Fledermaus. Und hat ja, gesagt, genau, er hat gedacht, er könnte fliegen, tatsächlich. Aber das war so ein Klassiker, den du gerade gemacht hast, dieses... Ja, es ist ja im Grunde, mir geht es darum, Hunde nicht ständig zu erziehen oder im Kommandohagel die ganze Zeit zu bombardieren, sondern eher hinzugehen und klare Signale zu setzen, Grenzen und Freiheiten. Viele Menschen reden einfach viel zu viel mit ihren Hunden. Das ist ein großes Problem. Viel Text, ganze Sätze und so. Ja. Manche erwarten Antworten. Liebchen, ich habe dir schon 100-mal gesagt, genau. Jetzt hör damit auf. Ja. Komm hier rüber, du bekommst auch jetzt ein Leckerchen. Ne? Ja. Und wenn du lieb bist, dann guckst du heute Abend mit mir noch, keine wir Ahnung. Ich habe auch schon gehört, wir haben doch schon drüber gesprochen, dass du das nicht mehr machst. Jetzt und lass so. Man es steht daneben sein. Und denkt, echt? Und letzte Warnung. Ja. Letzte Warnung ist auch cool. Letzte Warnung, jetzt reicht's. Wir haben ja Hundebesitzer hier in der Runde, Harald Glück. Klar, Billy King, ne? Billy King, ja. Naja, wir hatten in der Kindheit hatten wir eine Rottweilerzucht. Das ist natürlich eine andere Abteilung. Richtig. Und mein Vater, ich erinnere mich, der musste gar nicht reden. Der schaute den Hund nur an und dann wusste der schon, was zu machen ist. Und wir hatten ein Lokal und der Hund lag stundenlang unter irgendeiner Bank. Und ich erinnere mich, meine Mutter war mal allein und dann wurde einer der Gäste renitent und wollte sie angreifen. Der Rottweiler vor ihn gestellt, aber er hat nie gebissen, sondern ihn an die Wand gedrückt und und der Hund hat aufs Wort gehört. Dann hatten wir Dackel, die haben gehört, wann sie wollten. Ja. Und der Billy King, der darf eigentlich alles. Der war, also die Papillons sind sehr liebesbedürftige Hunde. Das sind eigentlich, also ja, er ist schon auch ein Hund und er ist auch ein Jagdhund, aber er hat sehr viele Freiheiten. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist Folgendes. Ich habe schon lange, deshalb ist es ganz toll, dass ich das jetzt mal anbringen kann, eine große Runde. Ich finde, es müsste einen Führerschein für Menschen geben, die einen Hund sich holen, weil das ist... Weil jeder Dackel kann sich einen Hund holen, ja. Und jeder kann sich einen Hund holen, und der Hund wird geholt, dann ist er am Weg, dann setzt man ihn aus. Man hat keine Ahnung, wie man mit einem Tier umgeht. Das ist ein Tier, das ist kein Mensch, das ist, man muss gewisse Regularien kennen, man muss wissen, wie geht man mit einem Hund um, wie nimmt der Hund mich wahr. Und wenn man das alles nicht kann, dann sollte man keinen Hund führen dürfen. Ende aus, das ist das große Problem. Und das ist ein Lebewesen und wir haben kein, das ist ähnlich wie bei Kindern, das geht jetzt aber zu weit. Tiere haben genauso wenig Rechte wie Kinder. Die Kinder haben auch keine Rechte bei uns in Deutschland. Es ist fürchterlich. Ich bin seit vielen Jahren engagiert für Kinder in Not. Wir haben immer über 3 Millionen Kinder unter der Armutsgrenze. Bei Tieren ist es ähnlich. Deshalb engagiere ich mich für Tiere, für Kinder. Das sind die Schwächsten. Und ich finde, es muss dringend ein Führerschein für Hundehalter her. Und dann muss festgestellt werden, kriegt er einen Hund oder kriegt er keinen? Weil das ist schrecklich, was man da erlebt. Es ist eigentlich nie der Hund. Ja. Es ist immer der Besitzer, der den Hund versaut. Es gibt kleinen Hundeführerschein, die man zumindest für größere Hunde muss man zumindest ja mal so ein bisschen ein paar Fragen beantworten. Ja, aber ich kann das nur unterschreiben. Also ich suche tatsächlich noch gute Mensch-Hund-Coaches. Also der Herr Glöckler wäre dann... Ja, aber wir müssen mal sagen, es gab ja jetzt gerade eine besondere Situation auch. Die sogenannten Corona-Hunde. Ja, ja, also viele Menschen haben sich jetzt, wir sind ja jetzt alle zu Hause, wir schaffen uns einen Hund an. Aus der eigenen Bedürftigkeit heraus, Einsamkeit heraus. Und viele dieser Hunde landen entweder im Tierheim oder laufen auch relativ untrainiert und ohne, dass Hundehalterinnen Orientierung haben durch ja, viele Menschen haben halt in dieser Situation gesagt, ich bin alleine, also hole ich mir einen Hund. Aber die machen das manchmal so, als ich gehe ins Geschäft und hole mir ein Fahrrad. Mhm. Und wenn ich damit nicht mehr fahren kann oder will, dann stelle ich es einfach in die Garage und gut ist. Beim Fahrrad denken Sie noch mehr drüber nach. Noch mehr drüber nach und pflegen es auch wahrscheinlich noch mehr. Das Thema ist, dass die eigene Bedürftigkeit der Menschen auf den Hunden abgeladen wird, aber nur immer für den Zeitraum, wo es für den Menschen
sinnvoll und zweckmäßig ist. Und jetzt, wenn wir wieder in den Urlaub fahren können, wieder arbeiten gehen? Dann müssen wir schauen, wo bringen wir den Hund hin? Und wie viele Hunde, und ich mache ja auch 30 Jahre Tierschutz schon, und wie viele Hunde habe ich schon hinter Gitterstäben gesehen, die aber die Frage stellen, warum sitze ich hier überhaupt? Und also, die ewig warten, die denken... Die warten ja den ganzen Tag. Und die Hunde müssen die Probleme der Halter lösen. Der Hund hat das Problem am Ende. Das ist das, genau. Ja. Was könnt ihr ausschlippen? Apropos, ja, bitte. Also ich finde es super. Ja, ich finde super, wenn jemand so empathisch darüber spricht, dann ist er genau bei mir. Aber auch mit den Kindern. Meine bevor wir über... Ja, aber... Da müssen wir über die Männer noch reden. Ja. Ja. Ist so. Ist auch so. Ist leider ja auch oft, dass Hunde angeschafft werden, um Wünsche zu erfüllen. Du bist jemand, der wirklich schon sein ganzes Leben im Grunde ja mit Hunden verbringt. Du bist auch mit Hunden aufgewachsen. Du hast dir einen Lebenstraum erfüllt, muss man sagen, mit deinem Hunderevier. Wenn man die Folgen sieht im WDR, da bist du auch ab und zu da zu sehen. Ein großes Grundstück ist das. Da gibt es Seminare. Ihr habt eine Huta. Mhm. Hundetagesstätte, muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Ja, nicht jeder weiß, dass es sowas gibt. Ne? Wie eine Kita. Wie eine Kita, genau. Nur also es ist ein Hund. Man kann den Hund da morgens 4 Stunden hinbringen? Ja, nee, man kann ihn den ganzen Tag bringen. Den ganzen Tag hinbringen. Das sind Hutas. Ja, das ist aber nichts Neues. Das ist keine Erfindung von... Hundekindergarten. Ja, doch, die Huta. Klar. Ja. Ja. Das ist so. Damit die nicht zu Hause sitzen müssen den ganzen Tag. Genau. Man hat sie sich angeschafft, obwohl man nicht wirklich Zeit hat. Ist ja auch. Ja. Aber wir müssen jetzt nicht über Hutas urteilen. Du bietest das auf jeden Fall auch an. Du hast Seminare dort, alles. Du hast dir richtig was aufgebaut. Und dann kam im Juli das Hochwasser und die Flut und auch zu euch und hat quasi ja erstmal alles zerstört. Kann man das so sagen, was bei euch war? Ich habe am 14. Juli tatsächlich nachmittags noch Gäste in der Erlebniswohnung gehabt. Das heißt, die Menschen kommen zu uns, da ist so eine Einliegerwohnung, und können dann eine Woche bei uns verbringen mit ihrem Hund und können dann im Rudel von 40 Hunden zusammen laufen und viel über und von Hunden lernen. Und die waren nachmittags auch noch da. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ist doch überhaupt kein Problem, das Wasser kommt nur bis zur Wiese und dann geht das wahrscheinlich wieder zurück. Und abends um 18 Uhr stand das Wasser schon bis an die Haustüre dieser Einliegerwohnung. Und letztendlich sind gerade die Renovierungsarbeiten im Gange. Und wir brauchen noch 3 bis 4 Monate. Wir sind komplett abgesoffen. Und also tatsächlich. Auch mit, also quasi wir sind mit den Hunden dann auf. Dabei? Ich hatte also zu dem Zeitpunkt waren wir jetzt noch zu 4 Menschen in der Nacht. Und 8 Hunde, und die Hunde spüren das ja vorher schon, ne? Die wissen ja Bescheid, wenn irgendwas passiert. Und dann sind wir hoch auf die erste Etage und es war schlichtweg einfach ein Drama, weil die Hunde hatten Stress, wir hatten Stress. Ich hatte tatsächlich in meinem Leben zum ersten Mal Todesangst, wobei ich vor 12 Jahren einen Burnout mit Panikattacken hatte und Angstzuständen. Aber da war es, das ist ja meistens auch hausgemacht, ne? So die Angstzustände, den Tiger aufpusten. Und aber da in der Nacht hatte ich tatsächlich, als das Wasser von allen Seiten kam, hatte ich richtig Todesangst. Und jetzt bauen wir aber wieder auf. Und ich bin jemand, der nicht gerne nach hinten guckt und auch gelernt hat, dass wenn man zu weit nach vorne schaut, das auch nicht so sinnvoll ist. Und deswegen bewege ich mich gerne im Hier und Jetzt. Also in 3-4 Monaten sagst du... Kommen wir wieder dahin, dass wir wieder ja, normal arbeiten können. Aber die Huta hat schon wieder auf. Ja, du sagst also, ich finde es wirklich, hast es jetzt so erzählt, aber das war ja wirklich eine sehr dramatische Nacht da für euch. Und ich finde es ganz toll, wie positiv du da rangehst und auch mit welcher Ruhe du dir wahrscheinlich auch ab und zu mal von Hunden anschaust. Andreas, wir können dich sehen ab nächste Woche Montag wieder im WDR und ich wünsche dir, dass ihr da bald wieder wirklich alles am Laufen habt und dein Lebenstraum da einfach wieder funktioniert. Schön, dass du heute bei uns bist. Gerne. Dankeschön. Danke. Stößchen. Für die meisten von uns ein ganz normaler Aufruf zur flüssigen Fröhlichkeit. Für Sie möglicherweise aber auch eine Erinnerung daran, welch seltsamen Stellenwert Alkohol in unserer Gesellschaft hat und weshalb sie davon weg ist. Herzlich willkommen, Nathalie Stüben. Danke. Ja, wie wirkt das eigentlich auf dich, wenn wir alle hier sitzen, uns fröhlich zuprosten, Alkohol trinken? Ich habe noch keinen Prosten sehen, aber das berührt mich nicht mehr. Nee, weil es ist ja für alle
unterschiedlich, speziell die vom Alkohol weg sind. Manche können ja kaum es sehen, wenn jemand in ihrer Nähe Alkohol trinkt. Für manche ist es einfach, für dich offensichtlich kein Problem. Nee, das ist kein Problem für mich. Also wenn überhaupt, dann denke ich mir, oh, danke, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Ja, weil du wirklich kein Bedürfnis verspürst, Alkohol zu trinken. Nee, ich verspür schon lange kein Bedürfnis mehr. Ich würde mal sagen, so, ich bin jetzt 5 Jahre nüchtern, so seit 4 Jahren interessiert es mich nicht mehr. Danke. Aber ich muss wirklich sagen, manchmal überkommt mich noch so dieses Danke, dass das vorbei ist. Ja. Also es ist manchmal noch so die Erleichterung, die mir hochkommt, dass ich damit abgeschlossen habe. Du nennst es nüchtern. Ja, manche nennen es ja trocken. Aha. Ist aber eine Bezeichnung, die dir nicht so liegt. Nee, ich habe so einige Worte für mich ausgetauscht, weil ich irgendwann so am Anfang meiner Abstinenz gemerkt habe, wenn ich das machen möchte, dann brauche ich eine Sprache, mit der ich mich wohlfühle. Und trocken und nass und Alkoholiker und sowas, das waren Begriffe, die mir nicht gefallen haben und die auch irgendwie nicht... Ist das Ganze so pathologisiert oder woran liegt das? Ja, für mich hatte das sowas Negatives. Das hatte für mich... klang da so mit, so und jetzt hast du ein Leben zweiter Klasse. Das war eine ganz persönliche Empfindung. Ne? Ich möchte diese Begriffe jetzt nicht verurteilen, nur ich habe mich von vornherein darum bemüht, diese positiven Aspekte zu sehen, die das Leben ohne Alkohol für mich bringt. Und deswegen habe ich angefangen, mir dann Sätze zu sagen, die mich halt stärken und mir Begriffe zu suchen, die ich mag. Weil das andere eher einem Stigma gleichkommt. Ja, bei mir ging es, glaube ich, eher darum, dass ich eine positive Grundhaltung etablieren wollte. Ich wollte mir eine Geisteshaltung verpassen, die mir die positiven Aspekte einfach nahe bringt. Und es gibt ja sehr viele positive Aspekte daran, auf Alkohol zu verzichten. Mhm. Also selbst für die Leute, die sich, wie man so schön sagt, gerne eintrinken, gesund ist es ja nicht. So viel Spaß es teilweise machen mag, aber es ist ja einfach praktisch. Ja, und so oft es auch irgendwo heißt, Rotwein ist gesund, er ist nicht gesund. Sorry, nie. Nicht mal das eine berühmte Glas fürs Herz. Was habe ich denn? Ich habe mein Leben vertan. Ja, das stimmt nicht. Ja, siehst du, da wird der Zahn auch schon gezogen. Ne? Wie ist denn der Alkohol überhaupt, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, in dein Leben getreten? Wann ungefähr? Bei mir schon als kleines Kind, weil meine Eltern immer Rotwein getrunken haben, so zum Essen. Aber das hatte was sehr... Kultiviertes, das war was sehr Schönes bei uns. Wir haben angestoßen, wenn es irgendwas zu feiern gab. Die Gläser waren noch Hochglanz poliert, das waren edle Tropfen, das war wie so ein Accessoire und das hatte für mich was Schönes. Mhm. Und ich dachte auch, wenn ich erwachsen bin, also das habe ich auch gar nicht zum Beispiel, das habe ich überhaupt nicht hinterfragt. Das war für mich einfach so eine Welt, in die ich reingekommen bin und ich dachte, wenn ich erwachsen bin, dann trinke ich. Wurde dieser Alkohol, also dieser zelebrierte Alkohol, wurde der für dich schon frühzeitig problematisiert? Im Sinne von Nathalie, das hier ist Alkohol, das ist nichts für dich? Oder wurde das gar nicht groß zum Thema gemacht? Sondern es wurde, wahrscheinlich mengenmäßig war es auch etwas, was für uns alle jetzt im, wie man so schön sagt, im Rahmen war bei deinen Eltern. Oder war es wirklich schon auch da so, dass du früh gemerkt hast, das ist mehr als andere trinken? Nee, bei meinen Eltern... war es im Rahmen, also ist es nach wie vor, die trinken mal, dann trinken sie mal nicht. Ich erinnere mich aber daran, dass schon immer wieder so auf dem Tisch stand, aber ich habe die zum Beispiel jetzt nie betrunken erlebt oder so. Und ich habe dann angefangen, relativ früh, weil ich halt auch früh erwachsen sein wollte, warum auch immer, ich weiß nicht, war immer ein bisschen weiter, dachte ich zumindest, vielleicht war es im Kopf auch eher so als emotional und habe dann so mit 12, 13, man das erste Glas getrunken, so beim Essen und dann ging das irgendwann in diese Partyabende. Beim Essen über. Im Beisein deiner Eltern? Beim Essen, manchmal auch im Beisein meiner Eltern, mit 12 wahrscheinlich nicht. Ja. So ganz genau parat habe ich die Jahreszahlen nicht, aber vielleicht auch mit Freundinnen, ne? Wo wir uns dann so sehr, sehr schick und cool und erwachsen und tiefgründig fühlten. So fing das dann an. Und in meiner Jugend ging das dann über in diese Party-Nächte, Grenzen testen. Yeah, wir schießen uns voll ab, machen uns voll schick. Und dann gucken wir ganz arrogant und kommen in den Club rein und trinken richtig. Und am nächsten Tag lachen wir über unsere Filmrisse. Ja, also damals, gut, du bist jetzt noch mal deutlich jünger als ich, aber trotzdem, aber damals hat man das ja auch noch nicht alles dokumentiert. Heute wachst du meistens dann morgens auf und hast irgendwie 20.000 Likes für das Foto.
Das, das ist übrigens ein Grund, warum die Jugend heutzutage nicht mehr so viel trinkt. Wirklich? Ja. Ja, habe ich letztens noch gelesen, weil es nicht so geil ist, dann irgendwie mit BH und der Wodkaflasche so, yeah. Das könnte man theoretisch sagen, lass ich einfach, könnte man ja auch die Entscheidung fällen und sagen, ich lasse einfach das Handy weg und betrinke mich. Aber das ist dann schon, da wären schon, wie heißt es, Güterabwägungen, ne? Deshalb trinkt die Jugend weniger heute? Ja. Es ist ein Faktor. Ich habe letztens gelesen, dass es für Jugendliche ein Faktor ist, dass sie nicht die Kontrolle verlieren wollen, weil es ein Impact auf ihren Social Media. Ich habe gerade ein totales Problem. Meiner ist 14 geworden und es geht um nichts anderes als zu trinken. Ja. Und ich erlaube es. Oh, okay. Ja. Und aber der will natürlich jetzt Kampf. Also der will so, was hast du gesagt? Du hast ihm das Handy weggenommen. Ich habe ihm das Handy auch getrunken. Also nee, aber das ist für die ist es gerade eine Riesenblase von wie geil muss man sein, Alkohol zu trinken. Und das habe ich. Ich habe ein totales Problem. Weil ich trinke eigentlich nie. Ich trinke nur auf dem stillen Örtchen, weil nur, Elena, red ruhig weiter. Nein, ich trinke tatsächlich, ich mag keinen Alkohol. Ich mochte nie Alkohol. Hab aber, es gibt zwei Sachen, die ich trinken kann, die ich runterkriege. Und ich finde, auf dem stillen Örtchen gehört das dazu und da finde ich es nett. Aber ansonsten trinke ich nicht. Also du würdest nie mit mir essen gehen und ich würde sagen, ich bestelle mir ein Wein, weil ich mag es nicht. Ja? Aber mein Sohn, da habe ich das Gefühl, wenn ich da jetzt nicht aufpasse, er will auch ständig, dass wir wegfahren. Ja, und ja, wir fahren nicht auch, weg. Wir haben halt auch total, also ich, alles, was du bis jetzt erzählt hast, sehe ich mich total drin wieder, weil genau das habe ich auch gemacht. Ich habe auch die Selfies gemacht, ich habe die halt analog zu Hause. aber für mich ist, glaube ich, das, also bei mir ist es mit 14 auch schon eine ganze Weile her, aber das, warum es dann irgendwann aufgehört hat, spannend zu sein, war, dass es halt kein Tabu war. Mhm. Also ich bin auch mit Hobby-Alkoholikern aufgewachsen. Nein, das ist gemein. Aber wir haben schon auch. Also nee, wir waren Profi. Es war schon, also genauso wie. Also Wein ist bei uns, gehört total dazu. Und es ist auch wirklich irgendwie. Also ein Abend bei Zirners, ich glaube, jeder, der schon mal da war, der ist nicht vor 4 Uhr und dann irgendwann beim harten Alkohol angekommen vorbei. Das erwarte ich auch von einem Schauspieler. Ja, Entschuldigung. Genau, bitte. Volles Klischee, also, Vollgas. Aber auch mit richtig, Klischee, guten, Gesprächen, ja, ja. Mit richtig guten Gesprächen, muss man dazu sagen. Und das will ich auch wirklich nicht missen. Ich glaube und hoffe, dass, und es ist auch immer mehr so, je älter wir alle werden, umso weniger Alkohol trinken wir. Und die Gespräche bleiben trotzdem gut. Der Papa meldet sich. Man darf ja, ich finde das, also ich konnte allem folgen und ich finde das ganz toll, auch die Aufrichtigkeit, mit der Sie das berichten. Und ich finde auch Alkohol und viele andere Substanzen, die wir alle vielleicht im Laufe unseres Lebens kennengelernt haben, sind ein Problem. Aber man kann ja auch an das ganze Problem, wenn es nicht jetzt wirklich ein Krankheitsproblem ist, sagen, wieso gibt es Alkohol? Wieso gibt es das? Ist das nicht sogar, wieso gibt es Kultur? Es gibt ja auch die Kultur des Weintrinkens. Ich will nicht sagen, ich will das auch nicht verharmlosen, dass es ein gepflegtes Glas Wein gibt. Aber es gibt in der Tat die Möglichkeit, bei einem Glas Wein in vino veritas in ein Gespräch zu kommen, wenn man sich nicht zuschüttet. Ja, aber dann nehmen wir das, dass genau, das Alkohol zu unserer Kultur gehört. Genau, aber dann nehmen wir den Ball doch kurz auf. Wann wird denn aus dem gepflegten Glas Wein und dem Gesprächsindikator ein soziales Problem. Aber das ist ein ganz spannender Punkt, den Sie ansprechen. Und das ist auch der Punkt, in dem ich in meinem Buch Ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens, für den ich eben sensibilisieren möchte. Weil ich habe Kultur immer mit Kultiviertheit verwechselt. Und Kultur, dieser Begriff schillert aber, weil natürlich hat Alkohol eine Spaßkomponente und eine Genusskomponente. Das ist ja überhaupt keine Frage. Sonst würden auch nicht so viele Menschen trinken. Aber diese Spaßkomponente überstrahlt total das Elend, das Leid, und den immensen Schaden, den Alkohol anrichten kann. Und dieser Schaden beginnt viel früher, als wir es in Deutschland meinen. Wann hast du das bei dir, um bei dir zu bleiben, wann hast du das für dich festgestellt, ab jetzt ist es nicht mehr kultiviert, jetzt ist es kein Spaß mehr, sondern der Schaden, den ich anrichte, wird immer größer. Das war ein schleichender Prozess. Ich kann nicht sagen, an dem und dem Tag war das so. Es war eher so, dass ich so in meinen 20ern immer wieder meine innere Stimme gehört habe, die so sagt, das ist doch nicht normal. Dass du kein Ende findest, dass du, sobald du anfängst, irgendwie nicht aufhören kannst, dass du immer mit irgendwelchen Typen knutschst, die dich nicht interessieren und so. Das ist doch nicht normal. Und dann kamen so die ganzen Gegenargumente. Ja, aber du trinkst nicht täglich, du zitterst nicht, du hast dein Leben noch voll im Griff. Hey, du hast dein Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. Du hast doch kein Alkoholproblem. Haben dich Menschen darauf angesprochen? Wurde es irgendwann auch gespiegelt von außen, ohne die innere Stimme? Gab es auch äußere?
Jahr später dann, also ich hatte mal ein Date, das war sogar noch ein Abend, da habe ich nur zwei Gläser getrunken und am nächsten Tag meinte er zu mir, du trinkst viel. Und ich dachte so, hä, ich habe voll wenig getrunken, das waren zwei Gläser. Und da dachte ich, okay, voll der Freak, ne? Also ich hatte immer dann also auch Möglichkeiten, das wieder zu verdrängen. Aber ja, es haben mal Leute gesagt, oder das hat mal jemand zu mir gesagt, willst du jetzt echt noch ein Glas Wein trinken? War ja eigentlich schon ganz schön viel. Rückblickend betrachtet sind das Alarmzeichen. Ich meinte damals, ey, ich lass halt krachen. Ich bin voll emanzipiert. Ich bin frei. Mhm. So, ich scheiß auf Konventionen. Was willst du mir erzählen? Ne? Auch mit so einer... Das ist so ein typisches Schauspielerding. Das kenne ich tatsächlich. Also ich habe lange als Regisseurin gearbeitet. Was? Das sind so Argumente, die... Naja, also das sind tatsächlich Argumente, dass das cool ist, dass man sich da drin so total... Natürlich nicht alle Schauspieler, ja, sowas gibt's nicht, das wäre viel zu pauschal, aber es ist ein Klischee, wo ich auch sagen muss, ich habe das immer mal wieder auch erlebt und genau in diesem Selbstverständnis, wo das einfach so krass dazugehört, bei Bergführern ist es übrigens auch so. Es ist in jeder Branche so, ich höre ganz oft, ja, bei meiner Branche wird auch ganz besonders viel getrunken. Aber bei Bergführern beruhigt mich das ganz besonders. Aber vielleicht ertragen sich die Leute auch um meinen Berufsstand etwas hier zu verteidigen. Ich weiß von vielen sehr namhaften Chirurgen, dass die anders nicht. Also ich finde, da sollte man jetzt nicht den Finger auf eine Berufsgruppe zeigen. Ich finde aber, was ich wirklich toll finde, ich finde es wichtig, dass man offen mit dem Thema umgeht, dass man sagt, ich habe Lösungen für dich. Mir geht es ja auch nicht darum, jetzt Alkohol zu verbieten oder sowas. Also nein, Gottes Willen, mir geht es einfach darum, da so ein bisschen den Blick zu öffnen und man das Bild ein bisschen gerade zu rücken, ne? Und mit dieser Verherrlichung etwas aufzuräumen. Weil mich hat diese Verherrlichung in eine persönliche Katastrophe getrieben. Und hätte ich besser Bescheid gewusst, hätte es wahrscheinlich nicht so weit kommen müssen. Wie hat die Katastrophe ausgesehen? Zuletzt habe ich alle 3 bis 4 Tage bis zur Besinnungslosigkeit getrunken. Ich habe mir einen Zahn ausgeschlagen. Ich hatte Sex mit Männern, mit denen ich wirklich keinen Sex haben möchte. Kontrollverlust. Totaler Kontrollverlust. Also beim Trinken totaler Kontrollverlust. Wenn ich aufgewacht bin, weil ich verkatert, dann habe ich mich in meine Newsschicht geprügelt und habe gute Arbeit geleistet. Das habe ich bis zuletzt noch hinbekommen. Bekommen viele bis zuletzt noch hin. Hm. Nach außen hin funktioniert es noch. Aber innerlich war dieser Verfall auch so krass. Ich habe mich so verändert. Ich bin eigentlich fröhlich, optimistisch, gütig und ich bin so missgünstig geworden, so zynisch, so krass unzufrieden und so traurig. Und ich hatte ja nach wie vor... Ich habe so viel erlebt in meinem Leben. Ich habe in New York gelebt, in Indien. Ich war im Grunde im Epizentrum des Geschehens und ich dachte mir immer nur so, was fehlt mir, um teilzunehmen? Ich war wie so eine Beobachterin. Ich war so abgestumpft und ich habe mich immer gefragt, was das ist. Und ich habe irgendwann erkannt, der Alkohol war das Kernproblem, war mein Kernproblem, das so auf alle anderen Bereiche seinen Schatten geworfen hat. Das war so eine krasse Erkenntnis für mich und ich hätte die gern früher gehabt, wirklich. Aber du hast es dann ja wirklich geschafft, einfach davon loszukommen, hast auch diverse Dinge ausprobiert, auf die wir zeitlich nicht eingehen können. Dann hattest du aber relativ schnell nach dem Beginn der Abstinenz ein Date mit Stefan. Und das möchte ich natürlich schon auch wissen. Jeder von uns will ja die beste Version von sich selbst präsentieren, in dem Moment, wo man eine Person neu kennenlernt. Wie lange hast du es schaffen können, um das Thema Alkohol herumzusegeln? Ein Treffen. Also das hatte aber mit Stefan zu tun. Also ich habe schon bei unserem ersten Treffen gemerkt, boah, krass, der ist so cool, ich mag den so gern. Und ich kann voll gut mit dem reden und hatte schon immer so den Impuls, nicht nur von meiner Reportertätigkeit zu erzählen und wie ich Bayern finde und wie es ist, morgens im Kuhstall zu drehen und so und wie es ist, kein Bayerisch zu verstehen, aber als Landeskorrespondentin in Bayern zu sein. Und dachte dann immer so, vielleicht erzähle ich ihm, was mich gerade so wirklich bewegt, habe es dann aber gelassen. Genau aus dem Grund. Mhm. Ich dachte, wenn ich dem jetzt erzähle, dass ich ein Alkoholproblem hatte und seit 4 Monaten nüchtern bin, dann geht der. Ja. Dann geht, hat er keinen Bock drauf, so ein süßer, cooler Typ, auf sowas Kaputtes, hat er keine Lust. Und dann hatte ich aber in diesen 4 Monaten schon so viel gelesen und mir so bewusst gemacht, ich will dieses neue Leben sauber aufsetzen, ich will nicht mehr lügen, ich habe ja auch so viel gelogen in dieser letzten Zeit, ich will authentisch sein, was auch immer das bedeutet. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer ich ohne Alkohol bin, aber ich war fest entschlossen, authentisch zu werden. Und ich habe ihm das dann bei unserem zweiten Date erzählt. Bin wirklich fast ohnmächtig geworden. Mein Herz hat so laut geschlagen und irgendwann dachte ich, okay, ich sag's jetzt. Ich hatte ein Alkoholproblem und ich bin erst seit 4 Monaten nüchtern. Guck ihn so an, dachte, okay, jetzt geht er, sagt tschüss. Ne?
okay, das war so krass. Und ich habe in dem Moment wirklich, ich hatte noch nie so viel Luft zum Atmen. Das war so heftig, weil ich echt dachte, das findest du okay? Ich habe mich ja zu der Zeit so krass geschämt. Ich dachte echt, ich bin so privilegiert aufgewachsen. Ne? Ich hatte wirklich alles, ich hatte Liebe, ich hatte tolle Eltern, ich hatte alles, was man sich an Fördermöglichkeiten, Freunde und so weiter. Und ich dachte, ich habe es halt voll verkackt. Ja. Und dann, was privilegiert ist, hat nicht unbedingt was damit zu tun. Also ich hatte vor 2-3 Jahren... Nee, aber das war der Grund für meine Scham. Vor 3 Jahren war ich in Bangkok und da waren die Söhne und Töchter, es war eine Party wirklich der reichsten Familien. Und wer da dazugehören wollte, alles shoot, immer Sekt, Wodka. Und ich stehe, neben mir steht ein Mädel, die ist 18. Ich denke gerade, wo ist denn die hin? Die stand doch gerade noch da. Dann sage ich, wo ist sie? Sagt die andere, die liegt da, ist umgefallen. Dann sage ich, wie umgefallen? Ja, sagt sie, mach nicht, steht wieder auf. Dann stand die kurz später auf, fiel die andere um. Und die haben ein solches Kampftrinken gemacht. Die waren alle privilegiert. Das Problem ist aber das Umfeld. Da hat einer den anderen angestachelt. Und das ist auch das Schreckliche. Ja, das ist auch das. Ja, definitiv. Mir ging es darum, dass ich mich so geschämt habe, weil ich dachte, wie kann man ein Leben so in den Sand setzen? Ich habe mir halt die Schuld für meine Abhängigkeit gegeben. Und deswegen war ich eigentlich nicht bereit, darüber zu reden. Aber ich dachte halt, wenn dieser Mann jetzt vor mir sitzt und das stimmt, was ich fühle, nämlich dass ich mit dem mein Leben verbringen will, dann muss ich dem das jetzt sagen. Und du musst es nicht nur sagen, sondern du musstest es auch aufschreiben in deinem Buch Ohne Alkohol. Seid authentisch, Leute, und seid mehr wie Stefan. Ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens. Danke, vielen Dank. Danke. Ich hatte mir für Herrn Glöckler eigentlich einen ganz anderen Einstieg ausgedacht, aber ich habe Sie gerade beobachtet, wie Sie da auch zugehört haben. Und man muss vielleicht auch zum Verständnis mal dazu sagen, Sie haben ja ganz früh in Ihrem Leben auch erfahren, was Alkohol anrichten kann. Das war ein großes Thema. Also nicht an mir selbst. Nicht an Ihnen selbst, genau. Es war ein großes Thema in Ihrer Familie, worunter Sie aber ja letzten Endes dann auch gelitten haben. Und was... Es klingt jetzt fast zu positiv, aber was letzten Endes Sie ja auch dahin gebracht hat, wo Sie heute sind, nicht weil Sie sich das ausgesucht hätten, aber weil das so eine Art Flucht war. Bei Ihnen zu Hause war es, glaube ich, vor allem der Vater mit dem Alkoholproblem. Ja, das war also ich möchte nicht immer mit meiner Kindheit langweilen, aber das ist nun mal der Auslöser für alles. Und ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo der Vater nicht getrunken hätte und wo ich nicht als Kind Angst haben muss, ob die Mutter blutend am Boden liegt, ob sie noch lebt oder, also, es war ein ständiger Kriegszustand. Ich versuche krampfhaft einen Tag zu finden, wo ich nicht diese Sorge hatte und ich kann mich nicht erinnern. Und, dieser Alkohol war ein großes Thema und meine Eltern hatten ein Lokal und ich hätte natürlich auch mit 10, 12 auch anfangen, was trinken zu können. Und es gibt jetzt immer verschiedene Möglichkeiten. Entweder man lässt sich drauf ein und geht vielleicht drauf in so einer Situation. Und ich hatte, und da muss ich Gott danken, glaube ich, einfach einen extrem starken Willen und konnte sehr, sehr, habe sehr früh festgestellt, also das ist nicht gut und das lässt du mal. Und habe dann mit 6 Jahren auch beschlossen, eine eigene Welt zu kreieren, aus der Welt rauszugehen, das war eigentlich meine Chance, und auch eine andere Person zu kreieren, Herrn Glöckler. Ja? Also ich wollte mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Ich dachte, ich bin da irgendwie im falschen Film. Gibt es den kleinen Harald? Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob Sie den so ein bisschen weggepackt hätten. Gibt es den? Also ich habe jetzt gerade auch so rausgehört, wo Sie gerade sagten, ich habe auch versucht, darüber nachzudenken, gab es da mal so einen Tag und so. Also Sie gehen schon auch noch mal dahin zurück, auch im jetzigen Leben? Oder naja, aber nicht mehr so arg, weil das Schlimme ist, je länger man da drin rührt, am Ende war ich mit meiner Mutter und mit meinem Vater fertig, weil es immer eine Täter-Opfer-Opfer-Täter-Beziehung ist und die haben es auf meinem Rücken ausgetragen. Das große Drama ist, dass ich überhaupt keine Kindheit hatte und dass ich eigentlich für meine, wie die armen Hunde für ihr Herrchen, für meine Eltern eigentlich erwachsen sein musste. Und deshalb hat der kleine Harald beschlossen, erwachsen zu werden und Herrn Glöckler zu kreieren, eine andere Person. Und deshalb versuche ich heute auch teilweise meine Kindheit wieder nachzuholen. Und wenn ich morgens aufwache und ich denke, heute könnte ich mich anziehen wie ein Maharaja, dann mache ich das eben. Und ob das anderen gefällt oder nicht, ist nicht mein Problem. Die waren auch nicht da und haben gefragt, die Gesellschaft, ob mir es gefällt, wenn mein Vater und meine Mutter jeden Tag halb tot schlägt. Ja, da war ja auch keiner da. Also und deshalb, ich lebe schon auch ein bisschen meine Kindheit jetzt aus. Und wir kämpfen unser Leben lang an unsere Kindheit und haben unser Leben lang
damit zu tun, das zu verarbeiten. Andererseits möchte ich nicht immer die Vergangenheit neu erleben. Deshalb geht mir es wie Ihnen. Und man muss aus dem Körperlichen raus, ein bisschen mehr ins Geistige und jeden Tag neu erleben. Ich versuche zum Beispiel auch, wenn ich jemand, angenommen, wir haben uns heute zum ersten Mal getroffen, wenn wir uns nächste Woche wieder treffen, dann habe ich mir heute ein Bild über Sie gemacht, man macht sich ja die ersten Sekunden ein Bild und dann treffen wir uns nächstes Mal wieder und mit demselben Bild gehe ich in der Regel wieder auf Sie zu und eigentlich lebe ich die Vergangenheit wieder. Ich versuche bewusst, wenn wir uns nächstes Mal wieder treffen, auf Sie zuzugehen, als hätten wir uns nie getroffen, weil ich möchte Sie nicht in der Vergangenheit treffen, sondern ich möchte Sie wieder aktuell treffen. Das vergesse ich. Schöner Gedanke. Aber man entscheidet, ob man sich wieder trifft. Das geht, das geht aber nur, wenn man sich ins Geiste... Herr Zirner hat Fragen. Ganz kurz, weil ich finde das ganz wunderschön und weil Sie oder du sagst, ja, ich hatte keine Kindheit und ich hole sie nach. Ich verneige mich vor diesem Streben. Und natürlich ist das nicht zurückschauen und nach vorschauen. Also natürlich, ich bin prädestiniert, ein bisschen mehr zurückzuschauen, vielleicht... Beziehungsweise ich mache das ja inzwischen ganz gerne, weil das Zurückschauen mir ein nach vorne schauen ermöglicht. Und bei dem Beispiel jetzt, ich begegne jemanden, den ich, wo ich schon ein Bild von dem habe, und am nächsten Tag begegne ich ihn neu. Es ist das Schönste zu merken. Unbehelligt. Ich nehme diese Vergangenheit in die gegenwärtige Beziehung mit und sage, ups, das ist ein ganz anderer Mensch. Ich hatte ein Vorurteil. Und dieses schrittweise, und das ist auch wie mit der Entwöhnung und der Entsuchtung, man braucht einen Schritt Vergangenheit, um auch in die Zukunft zu kommen, um in der Gegenwart zu sein. Ja, aber ich habe die Vergangenheit jetzt, ich habe genug Vergangenheit und deshalb möchte ich eigentlich aus der Körperlichkeit raus und mehr in die Geistigkeit und ich bin ein Schöpfer und möchte nicht die Vergangenheit immer wieder neu erleben und immer dieselben Emotionen, sondern Dinge neu erschöpfen, neu erleben. Das machst du ja mit dir selbst auch. Ist das ein Teil davon, dass du dich ja auch immer wieder neu erfindest? Denke ich schon. Und ich hatte also, ich hab so viel Schreckliches in der Kindheit erlebt, dass ich nur noch Schöne sehen wollte. Und ein Beispiel ist, in dem neuen Buch schreibe ich ja drüber, Beauty verboten gut. Ich lebte in einer sehr patriarchalischen Welt. Also da auf dem Dorf ein Mann war ein Mann und der schminkte sich nicht. Mein Vater war Metzger, noch zu allem dazu, ja. Und ich jetzt dieses sensible, feingeistige, kreative, zarte Kind. Und nun wollte ich mich schminken. Meine Mutter hatte eine Freundin, die hatte eine tolle Villa, alles Luxus und elegant. Und da habe ich ein Bildband entdeckt und Männer schminken sich nicht. Und plötzlich sehe ich da Maharajas, Könige, mit geschminkt, mit Schmuck. Denke ich, wow, was ist denn das? So, jetzt konnte ich aber mit meinem Vater, meiner Mutter natürlich darüber nicht reden. Jetzt hatte ich eine Großmutter, sind wir wieder, die war sehr aufgeschlossen, sehr exzentrisch. Die war, sage ich, Oma, darf ich dir mal was fragen? Sagt sie ja, dürfen sich Männer schminken? Sagt sie, wieso, willst du dich schminken? Also das war in den 70er Jahren. Ich kann sagen, dann sage ich, ja, ich würde gern. Ja, sagt sie, warum nicht, dann schmink dich. Ja, sagt sie, aber Männer schminken sie nicht. Sagt sie, wer sagt das? Dein Vater? Das ist nicht wesentlich, was der sagt. Das ist uninteressant. Also die war sich nicht grün. Sagt sie, wenn du dich schminken willst, dann schminke dich. Dann sagt sie, pass auf, ich erzähle dir eine Geschichte des Schminkens. Schminken heißt nicht anmalen, Schminken ist Kultur. Dann hat sie mir erzählt von den Pharaonen. Sie hat mir ein Bildband rausgeholt mit Tutanchamun, habe ich gesagt, so will ich aussehen. Ich möchte diese Augenbrauen, diese Lippen haben. Genau so möchte ich aussehen. So, also mit 6 Jahren habe ich beschlossen, ich will Tutanchamun werden. Und mit 18 habe ich dann auch die Balken machen lassen. Und dann hat sie mir erzählt von Elisabeth I., von die durch dieses jungfräuliche Schminken zum Machterhalt sich davor auch geschützt hat, nicht heiraten zu müssen. Eine Frau hatte damals überhaupt keine Rechte, heute auch noch nicht viele, aber damals gar keine. Und so ging sie mit mir durch die ganze Geschichte des Schminkens, dass ich dann, als ich zu Hause war, meine Mutter war ja immer beschäftigt, als der Zeitpunkt ging, sie war erstmal oben bei ihr an den Schrank ging, Outfit rausgeholt habe und Perlen und mich wie so ein Maharaja geschminkt habe, angefangen habe zu schminken. Und so kam ich auf dieses Buch Verboten Gut, denn
Schminken ist ja mehr. Schminken ist auch sich erleben, in eine andere Welt eintauchen, eine andere Person werden, sich verändern. Aber gibt es für Sie den Punkt, wo Sie sagen, ich habe jetzt etwas erreicht, das lasse ich erstmal so? Also man hätte ja sagen können, mit 18 haben Sie ja schon was verändert. Aber jetzt habe ich den Sack zugemacht, ja, weil jetzt habe ich wirklich? Jetzt habe ich ist das der Traum wieder vorbei. Jetzt habe ich die Haare rasiert. Ich habe gedacht, jetzt ist Schluss, nachdem ich Berge von Haaren und Haarspray. Jetzt ist der ganze Kopf, das ganze Gesicht, alles tätowiert, die Augen, der Lidschatten, der Lidstrich ist alles permanent. Ich wache morgens auf, die Augen sind geschminkt, die Lippen sind geschminkt, der Kopf ist auf null rasiert jetzt. Hier ist eigentlich, das ist eigentlich eine Komplettglatze, der Bart auch. Das ist alles aufgemalt. Und Operationen, irgendwas noch? Ja, aber nicht so viel, wie man immer tut. Also wenn ich so viel, da würde ich ja schon aussehen wie, ja, ich habe die einzige wirkliche Operation mit Schneiden waren meine Augenlider. Alles andere ist unter Spritzen und ja. Aber ich habe das ja immer zugegeben. Nicht wie andere Prominente, die viel Wasser trinken und gute Gene haben. Weintrauben essen. Aber tut das nicht weh? Aber weil Sie das gerade sagen, immer dieses Weiterentwickeln und jetzt habe ich das hier für mich erstmal abgeschlossen. Denkt ein Harald Glückler darüber nach, wie werde ich aussehen, wenn ich alt bin? Ja, ich weiß das ganz genau, wie ich aussehe. Das ist verrückt. Ich wusste immer, also erstmal werde ich wenigstens 100 Jahre alt. Ich habe auch mein Palmblatt lesen lassen, da stand alles drin. Ich werde 100 und ich werde gesund bleiben. Und dann sagen immer alle, nee, alt werden ist ganz furchtbar, da wird man krank. Und das sage ich, wenn man sich denken kann, man wird krank, kann man auch genau gut denken, man bleibt gesund. Ich meine, warum werdet ihr alle krank? Man kann auch gesund bleiben. Also in meiner Familie wurden viele 90, 95, 98 und die waren Unternehmer, die haben gearbeitet und dann wurde es schlechter, sind sie umgefallen und dann war es gut, 2 Stunden später. Ja. Und ich sage mir, nee, also ich werde nicht krank, ich bleibe gesund. Ich habe ein ganz klares Bild, wie ich aussehe mit 95. Wie ich weiß das sein? Immer schon. Ja, ein bisschen mehr gerafft wie jetzt, das Gesicht wie 18 und ein Rollkragen bis hierher, das alles schön zu ist und Handschuhe. Aber. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, es bietet sich auch gerade an, denn Harald Glückler wird im nächsten Jahr beim Dschungelcamp dabei sein. Ich finde so eine praktische Frisur. Und wenn sowieso, ich meine, man darf ja nichts mitnehmen, ne? Also keine Schminkutensilien. Das heißt, das ist ein. Unter der Haut zählt nicht. Unter der Haut zählt. Unter der Haut kann man alles mitnehmen. Also ich saß bei diesem wunderbaren Lockdown da auch. Ich war nie ein aufsässiges Kind. Wenn man zu mir sagt, wenn meine Bodyguards sagen, wir gehen jetzt, dann gehe ich sofort, weil ich denke, die wissen was. Und nachher müssen sie mir eine Erklärung liefern. Und wenn man als Kind sagte, du bleibst jetzt sitzen, blieb ich sitzen. Und wenn die Regierung sagt, wir bleiben jetzt zu Hause, dann bleibe ich erstmal zu Hause. Aber irgendwann möchte ich schon auch wissen, warum ich zu Hause bleiben soll. Und dann saß ich da in meinem Garten und dann dachte ich mir, jetzt sitze ich hier in der Wildnis. Es passiert gar nichts. Meine Partner haben schon gefragt, was ist mit PR? Dachte ich, findet gar nicht statt. Es geht bestimmt bis Ende nächsten Jahres. Du musst dir was einfallen lassen. Und dann habe ich noch, ich will jetzt den Namen nicht sagen, will kein Problem, einen großen bekannten Rockstar, da habe ich die morgens da auf Instagram, bin ich hier entfolgt, weil dachte, die regt mich auch auf jetzt. Und dann dachte ich mir, Moment, wenn die dich jetzt aufregen, du hast keinen Bock mehr auf die, dann haben auf dich vielleicht auch viele keinen Bock mehr. Du musst dir was einfallen lassen. Und als ich dann da so saß, dachte ich mir, ich habe mal ein anderes Buch geschrieben, nicht das, ein anderes, da ging es um mein Leben, was könnte dich noch an Grenzen bringen? Und dann dachte ich mir, wenn ich eigentlich hier so sitze, ich sitze ja hier wie im Dschungel, und dann kam die Anfrage für den Dschungel wieder. Dann dachte ich mir, wenn ich hier in der Kälte sitze, könnte ich auch in der Hitze sitzen und 8 Millionen Menschen schauen mir zu. Ja? Und die erste Anfrage kam 2010 vom englischen Dschungel, weil ich ja Dokus in England hatte, bevor ich in Deutschland Dokus bekommen habe, auch bezeichnet. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt ist wir machen einen Deal, ich gebe RTL, was die wollen, ich kriege, was ich will und ich finde wieder statt. Ja. So, ich hatte natürlich auch gedacht, es ist im Anfang dieses Jahres, jetzt ist das aber verschoben, jetzt muss ich nächstes Jahr ran. Ja. Aber das ist ja trotzdem großartig, weil ich habe ja vorher schon gesagt, Harald Glückler ist Kunst und Kunst muss ausgestellt werden. Und wir freuen uns, dass das da jetzt wieder möglich ist und vor allem, dass Sie heute hier bei uns sind. Und ich finde dieses Bild, Harald Glückler mit 95, das packe ich mir jetzt auch mal ein. Das haben wir uns gemerkt, wie das in Zukunft ist. Und der Erste, der komplett geschminkt aus dem Dreck, aus dem Kakerlaken schaut. Ja. So wird es nämlich sein. Ja, regelmäßig schafft sie es, sich bei Pro7 zwischen zwei sendungsbewussten Männern zu behaupten, bevor wir sie jetzt hier aber zur Annalena Baerbock von Pro7 verklären. Ihr Leben ist kein Triell, dafür sehr spannend und erkenntnisreich. Umso schöner, dass wir heute hier darüber reden können. Und natürlich auch über die Liebe, die möglichen Folgen und was hinter ihrem Projekt keine Liebe? Zwei Männer What? Steckt. Ja, Liebe ist ja, wir haben alle hier reichlich Liebe. Liebe ist überall, das ist vollkommen richtig, ja. Viel Liebe für Janine Michaelsen. Vielen Dank.
Das letzte Mal, als du bei uns hier zu Gast warst, da warst du ja unter anderem auch wegen des Projektes Männerwelten hier. Also, da wurde sehr deutlich aufgezeigt, was Frauen sich in einer von Männern dominierten, Klammer auf, Geschäftsklammer zu, Welt alles gefallen lassen müssen, auch häufig unterhalb der Gürtellinie. Dieses Projekt, diese Sendung hat jetzt den Grimme-Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Mal klatschen. Was hat sich seitdem verändert? Also nicht seit dem Grimme-Preis, aber seitdem das Ganze ausgestrahlt worden ist. Also es wäre ein bisschen vermessen zu sagen, wenig. Natürlich verändert sich immer etwas, wenn Menschen in Kommunikation und in Austausch treten. Und das ist definitiv passiert. Menschen haben darüber gesprochen. Männer haben angefangen, darüber zu sprechen. Das haben sie bestimmt auch vorher schon getan. Mir wurde es bewusster. Ich hatte das Gefühl, es gab mehr verstehen wollen, auch vielleicht auch so den ersten Ansatz, wie kann ich alliierter sein als Mann. Heute sehen wir, dass wir vielleicht einen etwas transparenteren Umgang mit sexueller Gewalt, sexuellen Übergriffen haben. Wir sehen aber auch, dass es extrem darauf ankommt, ob das ein Held oder ein Schurke ist, den wir da eventuell stolpern und fallen sehen. Es gab jetzt in der letzten Zeit diverse prominente Männer, die sowohl beschuldigt und freigesprochen, als auch beschuldigt und verurteilt worden sind, als auch, wo es einfach Beschuldigungen gibt, wo es auch Recherchen gibt, wo es auch Aussagen gibt. Und wir sehen, wie unterschiedlich die Gesellschaft damit umgeht. Je nachdem, ob das jemand ist, wo wir denken, keine Ahnung, das ist ein Rapper, Rapper sind eh böse, böse Männer sind im Zweifel immer eher mal Täter als vielleicht jemand, den wir uns auch als einen guten Schwiegersohn vorstellen können oder der ein Nationalspieler ist und den wir bewundern, weil er für dieses Land Großartiges getan hat oder weil er uns zum Lachen gebracht hat. Und ich glaube, das Positive auch aus Männerwelten mitnehmend heute auf die Situation blickend ist, dass es gibt eine andere Stärke in vor allen Dingen Frauen und Betroffenen, trotz der Widerstände und trotz dem, was ihnen an immer noch unglaublich viel Hass entgegenschlägt und trotz der Idee, wie man ein gutes Opfer sein muss und eine gute Betroffene, wie sehr muss man leiden, wie laut darf man leiden, bei wem nicht. Trotzdem finden immer mehr Frauen den Mut, sich A, zu solidarisieren, B, rauszugehen und sich Alliierte zu suchen und sich nicht stumm machen zu lassen von Systemen. In den verschiedensten Branchen gibt es diese Systeme, wir haben vom kleinen Dorf im Patriarchat bis in die große, weite Welt, in denen es einfach manchmal nicht so schön ist, die böse Geschichte zu hören. Und ich glaube, peu à peu kommen diese Frauen zusammen und so ganz langsam, heute war ein schöner Moment, ich habe heute den Podcast unseres Kollegen Klaas Pfeiffer-Umlauf zusammen mit seinen beiden Kollegen Thomas Schmidt und Jakob Lund gehört und Klaas hat sehr selbstreflektiert darüber gesprochen, dass Männer sich in den Situationen, in denen es offen um Beschuldigungen oder vielleicht auch um die Diskussion eines Verhaltens prominenter Männer geht, Männer sich oft gerne zurücknehmen, weil sie denken, wenn sie sich grundsätzlich positioniert haben, dann ist es vielleicht auch gar nicht ihr Recht, teilzunehmen an einer Diskussion oder da irgendwie großartig Position zu beziehen. Und ich glaube, also wenn ich etwas habe aus Männerwelten, mit dem ich heute hier sitze, ist, dass jeder Mann, der sich solidarisieren kann und der diese Situation erkennen kann und benennen kann und bei sich selber und auch in seinem Umfeld guckt und bereit ist, Menschen um sich herum vielleicht aus gar nicht bös gemeintem Fehlverhalten hinzuweisen, ist ein großer Gewinn für die Bewegung. Und die Sicherheit einer jeden Frau kann einen Mann unterstützen. Dieses Feminismus und dieses Gleichberechtigung soll niemals eine Bedrohung sein. Es geht nie um eine Machtverhältnistausch. Es geht nie darum, dass die Frauen jetzt die Starken sein und die Männer sollen jetzt schwach sein, sondern es geht darum, dass wir einfach alle miteinander teilen. Und dadurch, dass Männer immer noch numerisch in der Überzahl in wichtigen Positionen sind, wenn es darum geht, Gesetze zu erlassen, Dinge zu diskutieren, Beschlüsse zu Sachen zu besetzen, Stellen zu besetzen, brauchen wir euch Männer. Wir brauchen euch Männer als unsere solidarischen Partner, die mit uns gemeinsam einfach gucken, an welchen Stellen wird Minderheiten, egal ob es geschlechtlich oder in irgendeiner Form ist, Unrecht getan. Und jeder, der den Mund aufmacht und sich an Diskussionen beteiligt und offen ist und vielleicht die Hand reicht, ist ein Gewinn. Wo Männer übrigens, zumindest was den Titel angeht, erstmal nicht gebraucht werden. Das ist dein Podcast, du hast es gerade kurz angerissen. Keine zwei Männer zusammen. Unser, ich möchte gerne sagen, unser Podcast. Ja, der zusammen mit Mariella Trippke, liebe Grüße an dieser Stelle. Jetzt musst du
den nicht ganz so Podcast-erfahrenen Menschen, die es ja immer noch gibt, mal erklären, wie es überhaupt zu diesem Titel gekommen ist. Also das Schöne ist ja, dass das war uns, glaube ich, haben wir nicht eine Sekunde daran gedacht, dass etwas sein könnte, was verstanden werden könnte als etwas, was gegen Männer geht. Ganz im Gegenteil. Ich weiß, wir beide, wir mögen Männer, wir schätzen Männer. Eine von uns beiden ist mit einem verheiratet. Mein eigener Vater ist ein Mann. Es ist wirklich erstaunlich, aber in unserem Umfeld gibt es viele tolle Männer. Nein, Spaß beiseite. Eigentlich geht es ja bei Titeln immer darum, wie schaffst du es, sehr prägnant und knapp darüber zu sprechen, was du bist oder was du machst. Und es ist super schwer zu sagen, wer man ist, aber es ist sehr leicht zu sagen, wer man nicht ist. Denn wir sind einfach keine Männer. Was auch immer das bedeuten kann, findet man dann raus, wenn man sich anhört, worüber wir uns unterhalten. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die Podcast-Szene sehr männerdominiert ist. Also das meistens stimmt, ja. Sind die sogenannten Laber-Podcasts besetzt von zwei Männer, oder drei Männern sogar, die dann sich gegenseitig ihre Heldentaten erzählen. Von daher ist das vielleicht schon mal ein Titel, der auch Leute anlockt, wenn da keine zwei Männer sich unterhalten. Nun ist die erste Folge mit einem Thema besetzt, das jetzt nicht zwingend das Lustigste der Welt kein ist. Kein Reinschmeißer. Nein, es ist kein Reinschmeißer. Es ist nicht so, dass man sagt, kommen Sie mal rein, schauen Sie rein. Schauen es ist das Thema Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Und da wird es mitunter sehr, sehr persönlich. Wir haben, also kurz zum Hintergrund, meine Kollegin und Freundin Mariella Trippke, wir sind seit einer ganzen Weile befreundet und unterhalten uns auch privat sehr gerne über Quatsch und, wie ich auch finde, Sinnvolles. Und es sei nun so, dass vor kurzem am 28.09. war wieder Safe Abortion Day. Es geht immer noch um die Abschaffung oder um die Streichung, die ersatzlose Streichung der Schwangerschaftskriminalisierungsartikel aus dem Grundgesetz. Denn Schwangerschaftsabbrüche stehen im Strafgesetzbuch genau da, wo übrigens auch Mord steht und Totschlag und all die anderen wirklich schlimmen Verbrechen, die man an der Menschheit oder an Menschen begehen kann. Und da eben findet sich auch der Schwangerschaftsabbruch nach wie vor. Unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Da gibt es natürlich verschiedene Klauseln, aber das war quasi Anlass. Also wir haben uns über dieses Thema unterhalten und haben gedacht, und zwar auch ohne uns zu überlegen, machen wir da jetzt einen regelmäßigen Podcast raus oder was auch immer. Wir glauben, dass es wichtig ist, erstens einmal ganz nüchtern darzulegen, wie sind die Fakten, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es gab diesen Aufreger in Texas vorher wegen dieses unfassbaren Gesetzes, das erlassen wurde, dass also quasi, da ging es hier in Deutschland wirklich Abortion-Free-Party-Land, weil da ist es sowas von dermaßen radikal zusammengestrichen worden, dass wir das als Aufhänger benutzt haben, um auf die Situation in Deutschland hinzuweisen, die im ersten Moment vergleichsweise liberal klingt, wenn man in andere Länder guckt, und gleichzeitig um auf die große Thematik der Fremdbestimmung, again, der weibliche Körper wird zum und der weibliche Reproduktionsapparat wird zum öffentlichen Gut, denn es wird darüber entschieden, wann darf Frau und wann darf Frau nicht, und es wird damit in ein Recht eingegriffen. Es gibt kein Äquivalent dazu. Also kein Mensch ohne Uterus erfährt diese Beschneidung, wie sie jemand erfährt, der ungewollt schwanger ist. Ich war da auch total baff, als ich damals recherchiert habe über die 1938, habe ich natürlich auch recherchiert über heute. Und ich war. Da hat sich nicht viel getan. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan, tatsächlich. Also, aber man redet irgendwie nicht drüber, also viel zu wenig. Es ist ja auch ein wahnsinnig großes Tabuthema. Du hast gerade drüber gesprochen. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich hatte selber eine Abtreibung, als ich 18 Jahre alt war. 18 oder 19. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war 18. Vielleicht war ich auch 19. Zahlen sind nicht so mein Ding. Auf jeden Fall war ich damals sehr jung. Aber in der Situation, in der ich mich damals befunden habe und auch der Prozess, wie er vor sich gegangen ist, der unterscheidet sich nicht von dem, was ich an Schilderungen von heute kenne. Und ich habe. Und das ist ja schon, also du bist blutjung, das wissen wir alle. Aber trotzdem super jung, ist es aber schon, doch schon ein, sehr zwei alt. Tage her. Ja. Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich das erzähle, weil ich per se nicht so der große Fan davon bin. Irgendwie mein privates Leben ist meine Entscheidung, mein privates das Leben meistens für mich zu behalten. Ich bin jemand, der ist in der Unterhaltungsbranche. Ich verdiene mein Geld damit, Menschen zu domptieren. Du hast halt eben auch Reichweite. Aber, genau, aber ich wollte an dieser Stelle eben genau dem, was du sagst, ja, man redet dann mal drüber. Dann kommt dieser Aktionstag, dann geht es wieder rum, boah, Werbung für Abtreibung und ja oder nein. Wir wollten dem Ganzen ein Gesicht geben. Es ist nicht irgendeine Frau und sie sind nicht immer alle Einzelfälle und irgendwo, sondern ich bin mir ziemlich sicher, ich bin nicht die einzige Frau in diesem Raum, die einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich hat. Und vielleicht gibt es Menschen, die sitzen hier in dem Raum, die haben zwei oder drei Schwangerschaftsabbrüche. Und sofort geht im Kopf ein Stigma an und eine Bewertung. Und das ist mir selbst auch passiert. Ich habe damals mit niemandem darüber gesprochen, weil ich mich Unterstützung her? Geschämt gab es die?
Gar nicht. Also ich habe mich dazu entschieden, das nicht zu kommunizieren, außer kurz danach einem sehr engen Freund. Aber ich habe mit meiner damaligen Frauenärztin, die ganz toll war, eine Handlungsempfehlung oder beziehungsweise was, mir wurde gesagt, was ich machen kann, wo ich hingehen kann. Und von da an ging der Ritt nach unten los bei einer katholischen Beratungsstelle, die dir erstmal erklärt, was du für ein Mensch bist, wenn du jetzt dein Leben tötest. Ja. Und dann zu einer Abtreibung. Da musst du hin, ja, denn du genau. musst ja als Frau die Erlaubnis holen. Aber nicht zur katholischen. Du musst nicht zur katholischen. Aber je nachdem, wo du lebst, hast du vielleicht einfach keine Chance. Wenn es überhaupt eine Beratungsstelle in deiner Nähe gibt. Meine Mutter hat 20 Jahre den Paragraph 218 bei Pro Familia gearbeitet und das gemacht. Okay. Das heißt, ich kenne das in meinem ganzen Freundeskreis. Das ist ein schwieriges Thema. Genau, und inwiefern hat sich die Situation von damals verbessert? Ein bisschen. Man denkt vielleicht, es gibt eine größere Akzeptanz. Nichtsdestotrotz, es gibt immer ein bisschen die Frage, was hat sie falsch gemacht, dass sie in diese Situation kommt? Was hat sie getan, dass sie da landet? Was sagt das auch über jemanden aus? Wenn, und das ist ja immer das ist die schöne Erzählung, die hat sich schwängern lassen. Ja. Die hat sich was auch immer lassen. Es ist immer so schön passiv. Aber in dem Moment, wo was passiert, ist man ganz aktiv schuld. Und es gibt keine Verpflichtung von der Co-Parenting-Seite, ja, sich da in irgendeiner Form zu involvieren. Natürlich gleichzeitig sollte die Frau das Recht haben, oder der Mensch mit Uterus, der dieses Kind oder diesen Embryo in dem Fall in sich trägt, das Recht haben, auf seinem eigenen Leben basierend zu entscheiden, ob das eine Entscheidung für oder gegen die Geburt eines Lebewesens ist. Gleichzeitig glaube ich, das Stigma ist immer noch da. Wir haben immer noch eine Schwierigkeit, darüber zu reden. Und ich habe, nachdem wir diesen Podcast rausgebracht haben und ich Angst gehabt, was passiert, diese Schlagzeile gelesen, sie war jung und verzweifelt. Und ich fand es so schrecklich, weil ich dachte, ja, das stimmt in meinem Fall, aber es gibt Frauen, die sind mittelalt, alt, nicht verzweifelt, aber einfach nicht in der Situation. Und die Stigmatisierung von Frauen in dieser Situation muss so dringend aufhören. Und da gehört die Gesetzesvorlage als allererstes dazu. Umso besser, dass ihr in eurem Podcast drüber redet. Und bitte, bitte auch weitermachen. Also vielen Dank. Gebe ich weiter. Ja, an die andere Hälfte. Vielen Dank, Janine Michaelsen. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dasein. Das war der Kölner Treff. Hier geht es weiter mit der Satire-Show extra. Florian Schröder, Bell, Per Steinbrück. Machen Sie sich weiterhin einen schönen Abend. Vielen Dank an unser tolles Publikum und natürlich an unsere wirklich sehr inspirierenden Gäste heute. Vielen Dank.